herzlich willkommen zum White Russian Road Trip. Nachdem ja letzte Folge Kekse und so, ne? Nachdem man dem Jungen mehr Spaß geliefert hat, als er zu ertragen imstande war, und man dann doch herausfand, dass das Pärchen böse ist, was ja immer abzusehen, ja, aber ging halt nicht anders. Ne? Auf jeden Fall, nachdem er das gemerkt hatte und den Hund schnappte und jetzt versuchte wegzufahren, tauchte ein böses Fahrzeug. Ja, es war ein böses Fahrzeug auf und die Runner versuchten wegzukommen und dann war was mit Geistern und ganz verrückt. Und jetzt geht's also weiter. Es kommt also noch ein bisschen zu einer kleinen Verfolgungsjagd. Und um da gar nicht so viel vorwegzunehmen, weil es sogar tatsächlich ein bisschen witzig ist und ein bisschen mehr Herausforderung als sonst, sage ich einfach viel Spaß und bleibt geil. Also dann, Kaban, jetzt ist dein, jetzt ist die Zeit mal für dich zu glänzen, Junge. Moment, jetzt. Ich möchte bitte, gerade jetzt, das ist mir gerade eingefallen, Daddy, findest du es eigentlich immer noch vernünftig, dass du Edge für das Kochen eingesetzt hast? Ja. Findest du so im Nachhinein einfach mal kurz drüber nachdenken, dass das eine gute Entscheidung war? Ja. Finde ich vernünftig. Okay, gut, weiter. Lumi hat ge... Ja, ich weiß aber jetzt nicht, weil das die Liste, die der Spielleiter mir gerade geschickt hat, scheiße ist, weil er nicht... Doch, das steht doch sehr schön. Was möchtest du denn? Wie gefährdet gegen EMP ist dieses Auto? Wie du bereits in SR4 wusstest, meine Liebe, ist das meiste optische Elektronik. Es könnte was kaputt gehen, aber es wird das nicht komplett zerrunzen. Schade. Aber Matrix müsste doch kurz gestört sein, oder? Ja, ziemlich sogar, sehr sogar. Das heißt, die Spinne würde es kurz rausziehen. Oh, das ist gut, dann ist da nämlich ein Weak Spot für mich, um den Rigger zu ficken. Okay. Wie heißt der Zauber? EMP? Impuls. Impuls? Lass mich das ganz kurz recherchieren. Das wäre ziemlich cool, ihr müsst es nur ziemlich geil absprechen und das in derselben Sekunde machen, quasi. Wenn es funktioniert, das ist halt die Frage. Wenn das funktioniert, dann ist es auch ein bisschen länger, dass da kurz der nicht wieder reinkommt. Vielleicht also steht bei mir noch unter, ne? Manipulationszauber. Ja, das Problem ist, EMP macht aber auch nicht einfach nur mal kurz eben eine Störung. EMP nebelt komplett Geräte komplett ja, weg. Ja, in SR haben sie halt gesagt, damit nicht jeder Run nur EMP-Bomben reinwerfen und das war's, dass optische Elektronik da nicht mehr anfällig ist. Okay. Und alte. Und ich glaube, die Matrix wird da aber schon, weiß ich nicht, eine halbe Minute ist der Typ raus. Kann ich mir vorstellen. Na, es kann halt auch sein, dass ein paar Sachen mal echt kurzzeitig, weil es wird nicht alles EMP-geschützt sein, kann ich mir vorstellen. Nein, es ist nicht alles EMP-geschützt, aber dadurch, dass es optische Elektronik ist, ist es ein natürlicher Schutz. Das hatten sie so gesagt. Ja. Du weißt es doch noch. Du weißt doch, wie es war. Tu doch nicht. Ja, ich weiß, wie es war. Ich wollte nur meine Möglichkeiten ausloten, weil gesagt, Jojo sich mit sowas tatsächlich auskennt. Du hältst mit damit Impulsen ihre Kommunikation EMP. Eine ganze Weile raus und die Spinne, von der Billy dir noch nichts gesagt hat. Ah, da ist eine Spinne. Sehr schön. Spinnen! Ich lasse das so gelten. Danke. Krieg ich einen Edge zurück? Nein. Dammit! Der Geist verhindert, dass du zauberst, oder? Ich habe keine Ahnung, was dieser scheiß Geist macht. Er hat es jetzt verhindert, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann gegen diesen Geist nichts tun. Das letzte Mal, als ich was gegen einen Geist gemacht habe, war das ein sehr schwacher Geist und er hat mich ziemlich ausgenockt. Hey, das letzte Mal, dass du was gegen einen Geist gemacht hast, musstest du nur ein paar Steine putzen. Ja. Ich glaube nicht, dass das bei dem gilt. Vielleicht kann ich ja sein Wappen putzen. Vielleicht kannst du mir das Fell los. Was kommt? Kann man, sorry. Setz mich einfach kannst auf seinen du nicht Baumstamm. Einfach irgendwie versuchen zu betäuben oder sowas? Ihn schlafen denn? Zu legen? Ja, soll ich ihn angreifen oder was? Möglich? Ich hab noch nie jemanden in so, also. Ja, der muss jetzt erstmal weg, weil der findet, dass. Ja, aber dann wird der hinterher böse und greift mich auch an und dann habe ich ein Problem. Dann stehe ich nämlich da mit meinem Latein, dass ich nicht beherrsche. Das Auto schließt auf. Wo genau fahrt ihr jetzt hin? Wir fahren immer noch über Umwegen. Raus aus dem scheiß Wohngebiet, sonst kommen dahinter noch mehr. Ja, richtig. Also ich höre jetzt erstmal nur auf Billy. Billy hat gesagt ja, okay. Gut. Habe ich, ja. Du hast ja gerade gesagt ja. Aber wenn die anderen sagen... Welch, okay, gut. Wir wollen immer noch welche, aber jetzt nicht direkt in die Richtung vom Bumsbully, dass wir unsere hier unser Target quasi lokalisieren können. Okay. Kann. Aber raus erstmal aus Seniorgrad. Ja. Alles klar. Und so auch nicht, dass wir jetzt irgendwelche Kontrollen reinfahren können. Wir möchten, also ich möchte so un. Also man kann nicht erwarten, wo ich jetzt als nächstes hinfahre, sagen wir es mal so. Beauty.
Wie war das nochmal mit der Schleimverwandlung? Ne? Das konnte ich nur auf lebende Leute Ja, machen, wir oder? haben das nochmal recherchiert. Leider sind das nur lebende Ziele. Lebt ein Geist? Nicht, ne? Lebt ein Geist? Und es wird hochphilosophisch. Also, wenn ich das jetzt mal machen darf, Dudet, regeltechnisch nicht. du kannst es auf einen Geist zaubern. Du musst halt nur über seine Konsti kommen. Schätze seine Konsti ab. Ich habe keine Ahnung, was seine Kunst ist. Dann mach Ich könnte einfach den erkennen. maximal. Dann musst du halt nur leider aus dem Fenster gucken. Dann gucke ich halt mal kurz aus dem Fenster. Bäm! Okay, du guckst kurz aus dem Fenster. Möchtest du jetzt erscannen? Dann mach das bitte. Ich prophezeie zwei Erfolge. Oh Gott, ich muss jetzt erst mal diesen Scheißgeist finden. Warum? Das sind Ah, drei drei! Erfolge. Oh! Oh! Ihre Dauert noch ein Nice! bisschen. Danke deinen Würfeln. Danke, liebe Würfel. Könnt ihr das öfter mal für mich tun? Hier fühle Nein! ich mich nicht so nutzlos. Bist du nicht nutzlos? Du kannst halt nur nichts. Das ist Immerhin das bringst du Problem, uns das zum kommt mir Lachen. auch immer, das kommt mir auch immer so vor. Da hast du eigentlich schon mal gute Pools, aber du würfelst einfach immer nur Scheiße. Ich kenne Kommst das. dir immer vor wie der letzte Aber das ist gar Doofkopf. nicht ganz richtig. Du wirfst schon auch oft auch gut. Tut's Ja, tatsächlich. so bei Entzugsproben. Also, Ich wenn bin man mal jetzt kurz gerade nicht, wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche Häuserwände runterkrabbeln, dann bist du eigentlich immer gut gewesen. Und wenn ich nicht gerade Wahrnehmung würfel. Ja, dafür haben wir aber Kaban. Das stimmt, das Ja. kriegt immer Kaban hin. Du warst aber auch immer gut im Wahrnehmungsdingsen. Der Was, da war Geist gerade ein Artikel, den ich lesen wollte. scheint von einer physischen Mächtigkeit zu sein. Nein, das ist falsch. Du würdest vermutlich, wenn du alles gibst, die Möglichkeit haben, ihn in Schleim zu verwandeln, so das klappt. Weißt du, Aber was das die heißt? Kraftstufe reicht aus. Richtig Bockzauber. Das heißt aber auch, dass ich Yeah, danach 3K, ohne dass ich was beigetragen habe. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, das heißt, Und noch mal der so im Off Normalentzug. gesprochen, Da braucht man 3K, neue. ohne dass er was beigetragen hat, plus, jetzt muss ich mal eben gucken, wo dieser scheiß Zauber war. Das heißt, ich brauche einen neuen Sound für diesen Moment, wenn du einen richtig Bockzauber machst. Plus, wenn ich, genau, du sagst das gerade, ich müsste alles geben, ne? Plus 5K, die ich alleine durch den scheiß Zauber noch an Entzug bekomme. Das hieße instant 8K Schaden, wenn ich scheiße würfel. Wieso, du kannst ja noch den 5K kannst ja widerstehen, nur den 3K nicht. Ja, stimmt. Das Ja, ich sage ja, also wenn ich da. scheiße würfel, sind es instant Statistisch hast du 8K. da 5 bis 6K raus. Richtig. Das ist scheiße, wenn ich mir die jetzt schon einfange. Na, einer muss doch. Ja. Aber sind wir das gefährlichste Ding los, diesen blöden Geist? Ich habe das Gefühl, ihr dachtet, es wird leicht, oder? Nein. Ja! Nein, wir wussten, dass es nicht leicht würde, aber trotzdem möchte ich das jetzt erstmal mit diesem Impuls versuchen. Jutti. Also, falls du den richtig Bockzauber kriegst, machst, dann kriegst du von mir Flash Gordon, Master of the Universe, mit hier von Queen. Alles klar. Möchtest du einen So. Impuls richtig Bockzauber machen? Nein, ich möchte keinen Impuls richtig Bockzauber machen. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, steht hier nur Force plus 1 EMP. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wonach sich das richtet oder Ja, das werde wie. ich kurz recherchieren. Schön. Also ich dachte damals, ah, den Zauber, den benutzt er eh nicht, er muss das so easy. Du weißt, dass ich für alles eine Berechtigung finde, selbst für meine Wissenswertigkeit Metallverarbeitung habe ich schon eine Berechtigung gefunden, die anzuwenden. Ich habe die gefunden. Das ist mir egal. Das hast du auch damals gesagt, habe ich, als ich bei einem anderen Charakter den Skill Geige spielen fast ausgemaxt hatte und du gesagt hast, das wirst du sowieso nie gebrauchen. Und ich dann irgendwann den Punkt gefunden Flummi! habe, an dem ich es brauchte. Sehr gut. Flummi, Impuls ist ein Störsender. Warum habe ich da EMP geschrieben? Weil du es cooler machen Ah, nee, wolltest und es auch Puls, noch Puls, Puls. Interferenz Nein, gibt. Puls, Puls ist. This will erase standard RFID Und tags. selbst wenn es ein Störsender ist, ist es immer noch geil, weil die Spinne dann trotzdem nicht aufs Auto mehr draufkommt. Nee, ich habe nicht gehört, das gibt sogar. Du hast einmal. Ach nee, stimmt. Den Störsender-Zauber haben wir damals, habe ich extra gesagt, den kriegst du nicht, weil Dys soll halt sein Dings für sich haben und da sollst du ihn nicht reinfuschen. Aber ja, Oh, Menno. ich lese gerade, da gibt es einfach keine Regeln, das finde ich ausgezeichnet. Das heißt, etwas keine sinnvollen. Easy. Ja, lass mich. Du kennst auch unsere Regel zu, es gibt keine Objektwiderstände, weil die Kacke sind, aber je größer das Objekt ist, desto schwieriger wird es für dich, das ist ein Auto. Du willst mir jetzt ernsthaft sagen, dass sowas wie Impuls sich von der Größe des Gegenstandes abhängig macht? Ja, willst du lieber einen Objektwiderstand allgemein einführen?
Moment, Moment. Das, was aber stören will, ist ja nicht das Auto direkt, sondern nur der Sender von dem Auto da drin, die Kommunikationsschnittstelle. Den sehe ich aber nicht. Ich finde das gut, aber den sieht sie nicht. Ich kann nur auf das zaubern, was ich sehe. Das heißt, die müssen die nur in das Auto bekommen. Dann ist alles safe. Ja, Moment, aber durch... Dann lassen wir uns einfach verhaften. Moment, hallo. Durch Matrix-Wahrnehmung kann doch Billy den Ort bestimmen, wo es ist. Das bringt leider nichts. Mann, ich wollte hier mal kreativ sein. Ich fand das auch kreativ. Aber du sagst ja immer, das, was du machst und das, was sie macht, ist nicht dasselbe. Deswegen kann ich das jetzt leider nicht machen. Das Gleiche. Das Gleiche. Das sag ich ja immer. Wir kommen irgendwann an den Punkt, an dem Billy erkennt, dass Jojo recht hat. Dann können wir unsere Kräfte vereinen und dann sind wir Technomagier. Billy und Jojo mutieren zu Billio. Genau, wir digitieren. Wir digitieren nicht. Ich dachte eigentlich gerade eher so an dieses... Dragon Balls. Genau, von Dragon Balls. Ja. Zack, zack, die hintereinander. Fusion, genau. Das wäre mal Imba, Alter. Lange Rede, kurzer Phallus. Also wir werden dann zu Bojo. Bojo. Das ist geil. In der einen Hand die Nagelfeile, in der anderen die Stromschrotflinte. Und Strapse. Und Strapse. Auf Doom. Wir werden dann Bojo. Das finde ich super. Cool. Okay. Also, hau rein. Das heißt, ich brauche jetzt eine hohe Force, oder was? Du wirst diese Force einfach... Das Auto widersteht mit seinem Body. Weißt du wie? Ich habe keine Chance. Ich werde niemals ein... Ich werde niemals ein Auto verzaubern können. Aber das... Komm, ne? Hat man ja damals beschlossen. Wir müssen uns da irgendwann nochmal eine andere Regelung überlegen, weil ich bestimmte Gegenstände nie verzaubern hätte kann. Na gut, dann nicht. Da muss ich mir was anderes ausdenken, so. Also für mich ist es tatsächlich die Zeit, wo Kaban jetzt mal endlich nützlich sein kann, bis auf Kekse backen. Ihr seid noch nicht wirklich Rette in guter Pistolenreichweite. Rette uns, Kaban. Ich hab eine gottverdammte Pistole, weil irgendjemand mir gesagt hat, was wollt ihr denn mit den ganzen Waffen? Mimimi. Nein, weil ich dir gesagt habe, deine Maschinenpistole darfst du nicht mitnehmen. Genau, das hat nichts mit mir zu tun. So hoch entzugig, ansonsten könnte ich jetzt sagen, Materialform, Fensterscheibe. Das Auto widersteht. Ach nee, die Fensterscheibe, ja, easy. Das geht. Das wäre allerdings cool, dann können wir nämlich reingucken. Ja. Und dann kannst du die Leute ausknipsen, nach und nach. Und die frieren. Es gibt also nur Klarifikation, es gibt natürlich nur Fensterscheiben vorne im Fahrerhaus, nicht hinten in dem Ding, aber das ist ja... Ja, das reicht mir doch, da kann ich doch den Fahrer sehen. Das ist ein sauguter Plan, mach das. Das ist leider echt. Zur Not kann ich ihn dann auch mit einem unwahrscheinlich geilen Schuss erschießen. Ja, dass du das kannst, hast du schon bewiesen. Hat er? Ja. Ja. Ah ja, stimmt, das Auto. Mücke. 8 Erfolge. Bäm! Eisreifen, ja. Aber hast du noch Edge Cover? Ja. Ja. Müsste noch Edge haben. Okay. So, bam, Auto, Fensterscheibe, du bist mein. So. Die dürfte auch nicht so groß sein. Nee. Also die ist nicht das kleinstmögliche, aber die ist auch nicht super groß. Ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ja! Warte, das war der Geist. Trotzdem. Ein Erfolg bei Flummi. Wenn du sagst, ich muss etchen, dann etch ich. Boah, 4 Erfolge. Das war die Scheibe. Die Erfolg. Was? Die Scheibe hat 4 Würfel und er hat zielt 4 Erfolge. Fuck you. Der hat doch das Programm gescheatet da. Ich mach jetzt erstmal meinen Entzug, der tut nämlich jetzt weh. Hätte ich Intellekt gehabt, könnte man mir das zutrauen, aber. Hast du Force 4 gemacht oder was? Nein, ich habe Force 2 gemacht, aber ich habe Force plus 3 Entzug. Okay. Das bedeutet, ich habe 3 geistigen Schaden gerade. Easy. Das heißt minus 1. Yep, Jojo hat Kopfschmerzen. Ja, du siehst wieder, dass der Geist versucht, dich abzuschirmen, aber du durchbrichst seinen Stammschild. Und ihr seht, wie die Scheibe schon sich so ein bisschen einbiegt und an den Seiten ein bisschen so diese Gummiabdichtung aufribbelt, aber ansonsten passiert leider nichts. Das Auto schließt auf. Es sind noch ungefähr 4 Minuten, bis ihr Selenograd verlasst. Und ich habe keine Ahnung, warum ich so gut würfle. Das, weil du uns ficken willst. Mhm. Das wollte ich früher auch, hat trotzdem nicht geklappt. Ja, knapp also, raus. Dann schießt mal beide. Das Auto ist zu gepanzert dafür. Theoretisch die Scheibe. Die Reifen wahrscheinlich auch. Geh auf die Scheibe. Wenn du den Fahrer ausknippst, dann knippst du den Fahrer aus, oder?
Ja, Ist der aber ich Fahrer der weiß nicht, Ringer? wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, A, ob da überhaupt ein Fahrer sitzt und B, ob er dann, ob die Scheibe kaputt geht. Das ist mit Sicherheit eine gepanzerte. Meisterlein, wie ist denn das mit gepanzerten Scheiben? Weil wir können davon ausgehen, dass die Scheißscheibe gepanzert ist, weil das ein Scheißvan ist, der extra dafür Shadowrun ist ein gemacht ist. abstraktes System. Wenn das Auto Panzerung hat und Body hat, dann gilt das auch für die Scheibe. Das heißt, wenn wir mit normalen Knarren und normalen Munis da drauf schießen, können wir da im Grunde genommen unsere drei Magazine, die ich habe, versenken und wir haben keine Chance. Wie viel PB hast du? Minus eins. Ja. Gut, dann bringt es nichts. Richtig. Also wenn die Scheibe weg wäre, dann wäre das gut, aber. Oh Mann. Noch 2 Minuten, bis die Seleno gerade verlässt. Scheiße. Ich würfel für meinen Gremlin Sprite Spielleiter. Stufe? Ja, 4. Das ist 6 Erfolge auf meinen Zug und 2 Erfolge auf meinen Sprite. Fuck you, 2 Erfolge auf die Fotze. Niemand mag den Spielleiter. Ich hasse dir. Die Fotze. Moment, ich möchte meinen Edge benutzen, um meine 2 Erfolge zu edgen. Okay. Das sind nochmal 3 Erfolge. Ich habe 3 Dienste frei. Unglaublich viele Kleinaffen, geflügelte Affen, heften Ja, sich an dein voll. Auto, grinsen durch die Scheibe. Ja! Billy wird zur Hexe. Oh, Meisterin! Ja, meine Kleinen, fliegt, fliegt, zerstört, zerstört, macht Einfach Vernichtung, Chaos! alles, alles? Nein, nein, das den Van, dieses Ding. Da, was ist es denn was ist denn Ja, für ein. das ist ein, na klar, das ist ein Rambock, Evo. ein mittelalterlicher. Dann wird. Evo Greift Rambock, kennt man ja. den Rambock an! Greift den Rambock an! Geht! Flieht! Kotzen wir durch. Ziemlich, aber gut. So, willst du für deinen Sprite einfach würfeln? Das wäre mir am liebsten, das geht schneller. Du würfelst doch so gut. Ach so, ja, okay, aber ich würfel auch für das Auto. Nee, ich würfel fürs Auto. Nein? Und ich zieh mir 3 Würfel ab, Ach weil ich ein so. liebes Auto bin. Du bist so. Tschüss, du bist der Beste. Der Liebste und für die Fotzen vor allem. Das ist einfach so traurig. Ich hasse So, dir. warte. Moment, der Smiley, das bin ich, also. Ach so, nee, das macht gar nichts. 2 Erfolge und 2 Erfolge hat der Spieler gewürfelt, das heißt. Und dann ein Erfolg und 2 Erfolge. Einen Dienst Alter. habe ich noch. Einen habe ich noch. Nein, nein, darum geht's überhaupt nicht. Das erste ist dein Sprite immer und der zweite Wurf ist immer das, was ich so hab. So, Ach dein so. Sprite versucht, das Auto mit Chaos zu überziehen. Leider scheint es beim ersten Versuch nicht geglückt zu sein. Er hätte es auch weiter versucht, ohne weiteren Dienst, so ist es nicht. Allerdings danach passiert Folgendes: Die Spinne kommt raus und der Sprite lädt sich mit der Spinne notgedrungen an, weil die ein kleines Fechtechen austragen wollen. Und offensichtlich wird, also der Sprite ist nicht sofort kaputt diesmal, aber die Spinne scheint stärker zu sein, wenn das auf den Kampf hinausläuft. Ja, wird's jetzt. Kann ich die Spinne jetzt aber da spiken, ne? Easy. Oh, fuck, Mann. Der ist Meister. abgelenkt, oder? So, Ja. ja. Machen wir erstmal Flummi. Meister, wie sieht denn das da mit der Umgebung der Straße aus? Wir fahren auf einer Straße, das Auto fährt hinter uns. A, wie breit ist die Straße? B, stehen da große Bäume? Steht da irgendwas, was Ihr uns fahrt etwas inzwischen bringt? auf einer Allee. Wir fahren auf einer Allee. Gut, wie breit ist diese Allee und wie groß sind die Bäume? Alleegröße und wie breit ist die Straße? Die schon für reiche Leute hat man schon eine gut breite Straße, ist immer so, also ne? Da ist schon Ist Platz. denn da noch Passanten? Also sprich Leute, Nein, die nein, andere das ist Autos mir sehen? egal. Wenn da Bäume sind, wenn da ein Baum umfällt, wenn dieser Baum sich auf die Straße zufällig bedingst, Künstlich. wie ist das dann? Würde der die ganze Straße blockieren? Vermutlich schon. Das Ding ist, so ein Baum fällt langsam. Und das ist diesmal wirklich das mit dem Abschätzen. Das ist nicht leicht in einem fahrenden Gefährt. Aber diese Überlegung darfst du gleich noch in deinem Kopf weiterführen, weil das viel schneller in der Matrix ist. Ja. Düse. Also, What's ich darf going da on? Du das willst ihn biken. einfach brutal volle Bude Data spiken. Ja, ich sag mal so: die Chance, dass ich das Auto Data Spike ist durch die Spinne minimiert. Also ist meine imminente Gefahr momentan die Spinne eigentlich. Sie. Wenn ich einen Data Spike auf Resonanz 4 habe, aber den auf 5 auslegen will, den Resonanz Spike, dann kriege ich auch plus 1, ne?
War das so richtig? Also ich habe Software plus Resonanz against Willpower Firewall. Genau. Scheiße, das ist richtig gut, Alter. Dann kriegst du Level plus Nettoerfolge, kriegt das Ding Matrix-Schaden. Das wäre so doch shit. Man, oh man, oh man. Tja, also 8 Würfel. Wäre dann Force 4 quasi. Also ein. Und ein 10er Entzug. Oh Mann, kann man bitte immer die Daumen drücken? Bin schon dabei. Das sind 2er-Folge und 3er-Folge. Fuck. Komm schon, Alter. Ey, das easy. Ja, ist doch okay. Du merkst, wie genervt mittlerweile alle Spieler sind, weil einfach nichts funktioniert, egal was wir tun. Das ist echt unfair. Hast du noch ein Edge, um dein Dings zu edgen? Nein, ich habe keinen Edge mehr. Würde auch überhaupt nichts bringen, weil dann würde das Ding halt irgendwie ne, so 2G oder sowas kriegen, ist ja Schwachsinn. Ja. So, willst du irgendwas mit diesem Baum machen? Ja. Oh Gott, ja, jetzt wirklich alle sterben. Und es kommt auch wirklich kein Fahrzeug oder so uns entgegen, dass ich irgendwie in die Reifen schießen kann, dass es dann hinter uns schlendert und das Auto von dem Rigger erwischt vielleicht? Wenn du das auch so gut abschätzen kannst, dann kannst du das versuchen. Es kommen ab und zu mal Autos entgegen. So, ich würde es versuchen. Ich muss jetzt gucken, dass ich wenn ich mit einem Schadenszauber auf einen scheiß Baum dingse oder wenn ich generell mit einem Schadenszauber mal auf ein Objekt gezaubert habe. Ich habe ja durchaus schon etwas mehr mit meinen, also unausgespielt etwas mehr mit meinen Kampfzaubern rum experimentiert. Dann war es immer, wie schnell, wie viel Schaden konnte man damit machen? Schnell viel. Wie äußerte sich das? Dinge kaputt gegen. Worauf genau möchtest du hinaus? Die Frage ist, du bist ein sehr unkontrollierter Magier mit einer sehr chaotischen Tradition. Ich habe Tradition. Überhaupt keine Chance, den Baum dazu zu kriegen, so zu fallen, wie ich will. Du hast recht. Ja, das ist auch für einen Magier, für so einen Hermetiker, der sehr kontrolliert ist, auch der hätte damit enorme Schwierigkeiten. Ja. Da müsste man auch wissen, wie so ein Baum fällt für sich ja, und so. Ja, du hast vollkommen recht. Bitte verzeih mir. Karma ist der nächste. Das tue ich nicht. Achso, du kriegst minus 3 für den. Nee, warte mal, Reichweite. Warte. Ich würde ja auch relativ nah an mich ranschießen, quasi. Also so, dass. Minus 3, weil, also, alle Schüsse von Fahrzeugen zu Fahrzeugen sind eigentlich so minus 5, aber sagen wir mal einfach minus 2 und dann noch 1 für Reichweite. Easy. Okay. Den ersten Wagen, der vorbeifährt, das ist ein Familienwagen mit Kindern drin, den ignoriere ich. Den zweiten Wagen visiere ich dann an. Du bist der Beste. Ja, ich weiß. Achso, warte mal, du willst auf die Reifen noch schießen, ne? Ja. Dann kannst du mir gleich nochmal minus 2 geben, Junge. Okay. Ja, und dann. Sagst du mir das? Ah, nee, ich sehe ja, was du vorhast, ne? Ja, ich bereite nochmal einen Eisdeckenzauber vor. Okay, dann. In der Hoffnung, dass es vielleicht klappt. Wie lange brauchst du, um das abzupassen? Nicht lange. Gut, dann ich werde dir sagen, ich werde von 3 bis 1 runterzählen zählen und dann sagen Schuss und dann. Jo. Und dann so wirklich du. 3, 2, 1. Na, 3 Erfolge. Jojo macht dann auch, ne? Na, dann mach mal Jojo. 2 Erfolge. 5 Erfolge. 10. What the fuck, du? Okay, es passiert das Folgende. Ja, hat er gar nicht gewürfelt. Doch, hab ich. Ja, für sich alleine hat er. Ja, ich verliere langsam den Überblick. Es passiert das Folgende. Ich hatte nur einen Erfolg, lieber Alex. Null Erfolge für den Geist und einen Erfolg für den Rigger. Was, wie viel? Einen. Ja! Das ist gut. Das Auto bekommt einen Schuss ab und ich brauche nicht, der Fahrer hat auf keinen Fall, der Pilot hat schon auf Recht keine 3 Erfolge, um der Eisdecke irgendwie Herr zu werden. Das heißt, sträuchelt. Die Eisdecke ist so, dass das Auto, dass der Van rutscht dann später, ne? Also, ne? Ach so. Du weißt schon. Ach, natürlich. Naja, woher soll ich das denn wissen, Alter? Das Ding deswegen haben wir es ja. Der Rigger kann so mittelmäßig ausweichen, bekommt aber schon eine, also das Ding fährt schon in das Auto rein. Ihr bemerkt dabei, dass dieser Van, obwohl er ja langsamer war als das entgegenkommende Auto, da jetzt nicht so krass die Knautschzone ausgenutzt wird, sage ich mal. Na, wie gesagt, sie hat halt geguckt, dass der echt ins Rutschen kommt, der Van.
Dann wird aber leider er von der Eisdecke erfasst. Das heißt, er wird. Wie schnell fährt man aus? Er ist noch die ganze Stadt raus. Nach Er wird 70 schon stehen so wir mit. schon. Die sind keine 70, Dude. Obwohl ich Dann würde haben sagen, die aber. schießt auf. Ja, ich Er ist wollte schon also sagen. mit Ja. 75 in so Baum, da kann man schon mal gucken, was passiert, ne? Nicht viel Kann mehr ich. anschließend. Na Moment, da kann man mal gucken, was da passiert. Würfelst du jetzt gerade, wie viel Schaden die bekommen? Ja, Aber das das macht er tue wirklich ich. und ich hasse ihn dafür. Na, ja, weißt du, das ist schon ein Auto mit Panzerung. Was denkst du denn? Was habe ich denn hier Ja, aber. aufgeschrieben? Easy. Ich habe sogar reduziert. Ich bin ja nett. Aber die kriegen wenigstens geistigen Schaden da drin oder sowas. Ja, vor allem ist das Auto Schleudertraumata. unfahrfähig. Schleudertraumata und so. Alter, wie viel? 19 Body, 19 Panzerung. Ich habe ein Regelwerk geguckt und habe ein bisschen was runtergenommen. Weil ich das ein bisschen viel fand, was da stand. Das ist ja auch nicht viel. Warte mal, wie Ey, viel hast ich du jetzt habe gerade? relativ. SR38 gewürfelt und hat 12 Erfolge. Easy. Gebäm. Ja, Ja, also er Moment, fährt aber schon so ein ganz schön Auto krass in den kriegst. Baum rein. Also ein Auto kriegt ja auch Richtig. ganz schön krass Schaden eigentlich dann, ne? Wenn es mit Ja, die 75 in so einen scheiß Kollisionsregeln Baum. sind schon relativ heftig. Ja, Das ist ja gut. ist schon gut, ne? So, ist schon gut. Unsere Chance, quasi. Gib Billy, Gas. Ja. würfle sie mir eine Autopro, also Fahrzeugprobe. Ja, shit. VR. Das ist ja VR, ich weiß. Das Ding ist, dein Limit ist. Oh, 4, geht sogar. Moment, 3, 6, 8. Oh Gott. Hängt das alles an mir? Warum lachst du denn? Weil ich dem Rigger unglaublich viele Würfel abgezogen habe. Dadurch, dass das Auto kaputt ist, dadurch, dass. Ne, und so Nein! weiter. Er hat doch bestimmt irgendein Scheiß-Limit, oder? Ja, ich hab doch Ein gesagt, du hast ein Scheiß-Limit Limit von von 4. 4. Trotzdem 6 Erfolge. Und Ich damit hab habe ich ein Limit von 5. 4 gesprengt. Nein, Was? hast du nicht. Ich hab 5 Erfolge. Der hat auch ein Limit von 4. Aber ich habe dem unglaublich viele Würfel abgezogen. Der hatte noch 7. Es ist schon gut. Übel. Also, Was heißt das jetzt? Kannst du mal bitte es macht Klartext keinen reden? Spaß. Das heißt das Folgende. Es war alles umsonst. Das Ach, ist doch siehste, gar warte. nicht wahr! Jetzt passt schon mal auf. Das Auto hinter euch setzt zurück, ihr fahrt vor der Bude davon und fährt euch hinterher. Gut. Der Rigger, nach SR5 ist es so, mit einer Riggerbuchse machst du das Auto auch schneller und so ein Scheiß. Ist ziemlich gut. Und fährt euch hinterher. Ist natürlich jetzt ein bisschen zurück. Ihr seht jetzt, also die sich hauptsächlich umgucken, weil Billy muss ja ein bisschen auf die Straße achten, wenn sie alles aus der Limousine rausholt, seht, wie da jetzt die eine Schiebetür aufgeht. Und da guckt dann so ein Rohr raus. Die machen jetzt also ernst, dieses Rohr. Jojo würde vermutlich einen mittelmäßigen Orgasmus bekommen, wenn ich nicht auf sie gerichtet wäre. Sehe ich die Dieser Hand? Vogel. Sehe ich die Sehe ich Hand? Die Hand? Ja, du bist halt bloß 30 Meter weit weg und in Aber ich sehe die Entfernung. Hand. Ja, natürlich. Willst du die jetzt Zauber. bezaubern, ja? Ist die Hand bei Schleimverwandlung. Handschuh? Ja. Scheiße. Verwandle diesen Menschen in Schleim. Ich verwandle diese Hand in Flummi, du Schleim. wirst auf jeden Fall minus 1 kriegen wegen Reichweite, weil es halt ziemlich Ich schwer zu weiß, erkennen. ich kriege auf minus 1 wegen Aua. Lass uns doch. Nee, ja, weiß ich Das nicht. Wollt wollte ihr ich was? gar nicht. Ich wollte eigentlich Hot Potato versuchen, aber ist echt geiles jetzt in dem Fall. Aber es funktioniert nicht, wenn die Hand Bahnschutt ist. Wollen wir erstmal vielleicht in die Initiative gehen? Ja. Ich halte das für vernünftig. Ich nehme an, Dys VR-Initiative. Wollen wir noch eine kurze Werbepause für unsere Zuhörer machen? Ja. Okay. Maika macht das Würstchen. Nee, Maika ist mein Würstchen. Die geile Sau. Nein, Maike. Ist ISST, ja? Also egal. Habe ich schon, Ich hab habe eine das. I guess. Ja, hab ich ja gesagt. Matrix Initial. Okay, hast du gesagt, sorry. Moment, ich habe jetzt Abzüge, die wird von der INI dann später abgezogen, ne? Oder wie war das? Ja. Ich habe eine Initiative von 20. Ich habe eine Initiative von 8 minus Schaden. Eins halt, ne? Ja, von 7. Easy. Das macht keinen Spaß mehr. Kaban hat 6. 6 plus was? Erfolge. Nicht 6 Erfolge, du hast eine 6. Ja, 6 Entschuldigung. plus Reaktion plus Intuition. Genau, das wäre nun 7, also 13. So, Sekunde. Diese Zettelei immer auf dem kleinen Tisch. Die sind wahrscheinlich alle schneller, weil die höchst verzweifelt sind. Höchst. Das wird Ich habe mich echt. zurückgehalten, aber es ist eben. Es wird echt übel werden.
Weißt du, da klappt schon mal was und dann würfelt der dreckige kleine Wichspenner 6 Erfolge. Das ist echt nicht schön. Das macht keinen Spaß. Du kommst dir so sinnlos vor. Alter, die würfelt einen Scheiß zusammen. So, Sekunde. Gut so. Nee, finde ich nicht gut. Zum Glück sind die doch alle brutal mega vercybert. Ich habe mich umentschieden, die können alles. Auch zaubern. Instant. Auch zaubern. Ich hätte mal gerne Kaffee. Könntest du mal mit dem Kaffee kochen? Natürlich. Und so. Ja. Wir schicken Ihnen eine Drohne rüber. Das sind... Mit Milch und Zucker. Ja, bitte. Süßstoff. Die Kinder blitzen. Wollen Sie nicht doch mal Zucker gehört. Probieren? Nee, ich habe euch beide übrigens gehört, dass Jojo mir immer schön Sahne unter... Ihr Schweine, ey. Deswegen rennt Billy mal ins Fitnessstudio. Wir wollen nur das Beste für dich, Junge. Ach, halt die Fresse hier. Ich halte gerne die Fresse, warte. Ich habe ja noch Boris Koks dabei. Ich schaue mir jetzt erstmal in der Nase Koks rein. Echt jetzt? Geil. Nee, natürlich nicht. Das ist geil. Billy, jetzt geht's mir besser. Dann hast du direkt mehr Reaktion. Billy, du bist die Erste. Ja. Ich bin die Erste. Ich darf was tun. Ja. Ich habe noch nicht genug Schaden, finde ich. Sehe ich eigentlich auch so. Bedenke, du musst mindestens eine deiner drei, also nee, du musst einmal in dieser Kampfrunde musst du das Fahrzeug steuern. Das musst du nicht würfeln. Aber wenn du das nicht machst, okay, dann wirst du halt einen Unfall bauen. Also ich habe sowieso 2 Erfolge. Ich habe, was heißt 2 Erfolge? Ich habe 2 Initiativdurchläufe, weil ich ja 20 habe. Nichts dazu. Also darf ich. Ja, wenn. Ach so, wegen Verteidigung meinst du, David? Nee, wenn du jetzt Schaden kriegen würdest, dann würde was abgezogen werden. Dann hättest du nicht. Ach so. Doch, dann hättest du auch noch 2. Easy. Weil sollte ich Schaden kriegen? Ich ja, und müsste selbst dir auf wenn, jeden Fall auch 10 Schaden machen oder sowas, damit du. Nee, ist okay. Kann ich jetzt also bitte, ist ja. Egal, du kannst das machen. Ich möchte einen Resonanz-Spike nochmal ausfahren. Schön, die Lanze. Auf den Hacker nochmal. Sag mal, die Chance, dass ich das Auto direkt erwische an der Spinne vorbei, ist doch eigentlich höher, oder? Die Spinne kann den Schaden nicht abfangen direkt. Ja. Also wenn ich das Auto adressiere. Und das Auto wird vermutlich weniger Matrix-Schadenskästchen frei haben als die Spinne. Ja, dann kriegt jetzt das Auto SR8 dargereicht. Easy. Das Auto kriegt SR8. Also 3 Erfolge auf den Spike und 3 Erfolge auf Yes, ein Nettoerfolg. Macht. Und du hast welche Stufe 4, nehme ich an? Ja klar, da Standard. 5G, da hat das jetzt mal. Das ist tot. Geht aus. Scheiße, ich habe mir nicht mal die okay, das hat das. Und Sekunde, ich bin hier, ich bin vorbereitet wie noch nie ich in merke, meinem Leben. Ich merke, super. Also noch ich bin so nie. Fasziniert. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet und ein paar vergessen. Du machst das so hervorragend, das merkt man gar nicht. Ich schäme als mich auch nicht dafür, gar nicht dabei. Weißt du? Es ist besser zu sagen, oh, als zu sagen, na nee, und das wusste ich nicht, das ist richtig. Alles safe, ich habe das vor 5 Jahren bereits bedacht. Das wäre aber auch sehr Brödelein easy. Hier. Na, der war noch, der musste noch, easy. Der musste, so, tut mir leid. Jetzt noch mal was rein. Da kriegt der Rigger ja auch nochmal Schaden. Ja, das Auto macht so einen kleinen Schlenker schon. Also yes! Einen kleinen größeren. Juhu! Noch, aber also man kann ich sieht, dir irgendwie helfen? Man sieht Beeinträchtigung. Erstmal nicht. Ich weiß. Ich lass voll doch bitte, gut, wenn du mir jetzt einen blasen würdest. Lass erstmal die anderen. Mach ich. Ich liebe euch. Was macht denn der Rigger? Der bläst mir auch einen blasen. Ich möchte den sehen, ich möchte Orgasmus auf den zaubern. Oh, geil. Den Best, den er je hatte. Die hole ich mir privat nach Hause. Ich möchte Orgasmus auf den Geist zaubern, er kennt das bestimmt nicht. Der Rigger wird versuchen aufzuschließen und es wird ihm nicht wirklich gelingen. Die Gut. zweite Tür geht auf. Da guckt... Es wird sehr schmerzhaft. Im Wesentlichen nur ein ballistisches Schild raus. Ansonsten sieht man nicht viel. Was ihr erkennen könnt, ist gerade noch so der obere Teil des Kopfes. Allerdings ist das auch fraglich, ob das ein Kopf ist. Oh, doch, das müsste ein Kopf sein. Er ist halt nur in der Ganzkörperpanzerung. Easy. Fuck you, Alter. Was guckst du uns da entgegen? Es ist ja Shadowrun, was wir hier machen jetzt seit neuestem, oder was? Das geht doch nicht. Alter. Nein. Was soll die Scheiße jetzt? Ich dachte, wir spielen Ringelpiez mit Anfassen. Nein, so. Oh Gott, hab ich eine Idee gerade, geil. Mach mal. Über dessen Schulter schiebt sich dran. Ein Sturmgewehr. Ich hab trotzdem eine echt geile Idee.
Das war's erstmal damit. Und Kaban ist dran. Also okay, über eher um das Schild als über die Schulter. Kann. Ich habe ja nur eine Pistole, ist ein bisschen doof. Aber das ist ein Pistolenreichweite, du kriegst halt nur Entfernungsabzüge. Ja, das läuft. Wie läuft das mit der Anvisierung meiner Augen? Bitte was? Ich habe Ferngläser in den Augen. Achso, na dann verringert sich dein Reichweitenmodifikator um 1. Ich werde das kurz recherchieren. Dann hätte ich gerade eben bei meinem supergeilen Schuss auch noch einen. Dann habe ich fast vergessen. Hm? So, das ist eine schwere Pistole, ne? Hm? Easy, da hast du keine Abzüge. Sehr gut. Also du hast halt minus 2 bei Bewegung. Jupp. Dann ist die Frage, kann ich jemanden ausmachen, der nicht direkt nach Kämpfer aussieht, sondern eher so nach Magier? Ja, du siehst auf der einen Seite, auf der von euch aus rechten, ein ballistisches Schild und darüber so ein Stück Kopf und dann auf dem Schild ein Gewehr. Auf der anderen Seite siehst du zwei Hände, ein bisschen Schulter mit einem riesigen Gerät. Also, da ist, also, weiß nicht, so, Dude. Okay, da ich den Magier nicht wirklich ausmachen kann, wenn überhaupt einer ist, nehme ich dieses von dem Gerät im Visier. Okay. Ich würde, also, was sehe ich denn von dem? Nur die Schulter, ne? Naja, man kann sich ja nicht so leicht raussehen. Ein Stück Kopf wirst du auch noch sehen und Schulter. Aber das Stück Kopf ist halt nicht viel. Ist übrigens keine Ganzkörperpanzerung. Dann nehme ich doch den. Ich versuche, den anzuvisieren. Wie viel Minus kriege ich? Na, wie gesagt, minus 2 wegen Bewegung. Etchen. Ah ja. Das ist halt schon so eine Art Panzer, bloß abgespeckt, ne? Damit wir uns hier verstehen. Also Riesenrohr, sowas, was heißt uns echt wirklich kaputt macht. Also Bazooka? Nee, nicht Bazooka, eher sowas, was du auf einem Panzer montierst, bloß kleiner. Oh, dann, ja. Halt eine Panzer, bloß abgespeckt, weil ich die auch zu krass fand. Ja, ich sag schon mal an, dass ich gleich Edge, obwohl nein, ich habe ja ein Limit. Wie hoch ist mein Limit? Das setzt ja, du aber mit Edge außer Kraft. Ja, wenn du Edge einsetzt, hast du kein Limit mehr. Accuracy ist dein Limit. Ich bin ja so ein kleiner Pisser. See. Und spannend bis zu 12 Würfeln ist Edgen danach erst richtig sinnvoll. Mhm. Und dieser Vogel. Also, Dellinger, entscheide dich, ist es deine Aufruhr. Vier Erfolge, unser Meisterschütze. Ich glaube, ich lasse das ohne Edge. Na, gucken wir mal, was der Spielleiter jetzt würfelt. Ja, sonst würde ich jetzt nämlich Edge 4 Würfel nachwürfeln, dann wäre das doof. Moment. Nee, das Edge werden wir vermutlich noch brauchen, wenn das so weitergeht. Mhm. Nicht, wenn das Auto gleich ausgeht. Ja, wenn es ausgeht. Dir ist halt schon klar, dass der ziemlich krasse Deckung hat, ne? Nicht wundern über den Läuft! So, wie viel Schaden möchtest du also zwei Erfolge. Zwei Nette-Offen machen? Er hat mit 12 Würfeln nur 2 Erfolge, finde ich gut. Sehr schön. Wie viel Schaden wären bekommen. Das so prinzipiell? Prinzipiell 8k PB-1. Plus Net-Hits. Also plus 10. Net-Hits. Also 10. Ja, schade. Easy Boy, tut mir leid, aber also, ich meine, den trifft er schon in der Schulter und der muss schon ein bisschen nochmal das Rohr festhalten, aber also, das scheint nicht direkt durch seine. Alter, 8 Erfolge. Ne? Easy, das ist krass. Easy Boys. So, ich muss jetzt mal fragen, wie blöde hängt der sich denn da aus dem Auto mit dem Rohr? Er scheint irgendwie fixiert zu sein, weil so könnte man sich mit so einem schweren Ding nicht raushängen. Ja, seine Beine sind auch nicht zu sehen. Was ist denn mit dem anderen? Also die sind, ist so eine Waffe dann... Du bist überhaupt nicht dran, das ist dir klar. Das weiß ich, aber ich muss das gleich jetzt wissen, wenn ich dran bin irgendwann mal. Ja, aber lass doch erstmal den Typen, der gerade angeschossen wurde, euch jetzt das Leben zur Hölle machen. Achso, der hat seine scheiß Handlung verzögert, ja okay. Ey, wieso? Das ist doch die erste Runde. Du bist einfach bloß die Letzte. Ja. So, was hat der denn? Der hat gar nicht so viel, ne? Oh Gott, die Bauer ist ein Auto am Arsch. Wir lassen es reparieren, ich kenne da so ein paar Leute. Easy. Billy, möchtest du was mal kurz... Was hat denn die Waffe für eine Accuracy? 5. Okay. Also 5 Erfolge. Düs, du würfelst bitte... VR ist das Reaktion und Fahrzeuge plus 2 wegen Dingens halt, ne? Was machen wir? Und dein... Ich weiß nicht, ob es ein Limit Handling... Doch, Limit Handling, ja. Also 4. Also SR8 kriegst du von mir jetzt. Genau. Mit 4er Limit. Das wäre jetzt... Wieder was mit? Mit 4er Limit. Ja, okay, dann kann ich eh nur, kriege ich eh 2 Erfolge, jetzt abgesammelt ist oder so. Ja, aber wäre ja ist aber nur ein Erfolg. Das, ne?
So, warte, kurz gucken. Easy. Ja. Wir bauen echt einen Unfall, glaube ich. Wer von euch will die Fahrzeugpanzerung von euch würfeln? Wer hat da richtig Bock drauf? Ich nicht. Diesmal Kaban. Nicht ich, Kaban. Kaban möchte, gut. Ihr habt minus PB, um genau zu sein, 22 Würfel. Jo, nice, Kaban, go. Das sind 6 Erfolge. So, und du, ich halt, so, so. Das ist nicht so viel. Wie viel habt ihr überhaupt an Dings? Das habe ich natürlich auch nicht recherchiert. Oh ja, okay. Also, ihr bekommt einen Schuss in das Fahrzeug rein. Diese Kugel, um das nochmal kurz zu verdeutlichen, ist ja, also das ist schon keine Kugel mehr. Nee, faustgroß nicht. Aber das ist halt schon ein Kein Geschoss. Auto mehr, weißt du? Ihr habt doch fast kein Auto mehr. Das Ding durchschlägt. Oh Gott. Hinten, das Teil fliegt haarscharf an Jojo vorbei, während es sich durch die gesamte rechte Seite fräst und kommt dann neben Billy im Führerhäuschen auch nicht zum Stillstand. Das bricht einfach auch nach vorne rechts den Teil. Und da es unten angefangen hat, eure Hinterachse ist massiv beschädigt, euer Tank läuft langsam aus, weil das eigentlich einiges mitgerissen hat. Jojo, dir ist nichts passiert. Wie auch immer, es ist echt fraglich, weil da flogen auch so Metallspäne rum und so. Das Auto meldet dir, Billy, dass das Fahrzeug vermutlich innerhalb der nächsten 15 Minuten stehen bleibt und du dringend einen Automobilmechaniker wegen grundlegendster, der Hund ist easy, Schäden, außer dass er sich tierisch aufregt, aber ihm ist nichts Cookies. Passiert. Okay. Also das Auto sagt dir, ich hätte Lust, stehen zu bleiben. Was ist passiert? Mich hat, glaube ich, gerade eine Atombombe getroffen. Du hast Hammer. Jojo, du bist dran. Ich hasse dich. Wieso? Du hast jetzt quasi. Du musst nicht mal das Fenster runterkurbeln. Du kannst schießen. Ja. Schön. Das Ding ist, ich überlege gerade ernsthaft, nee, der Geist ist da auch immer noch, ne? Ja. Denkst du, der geht weg? Nee, ich überlege gerade, das Auto fährt noch, richtig? Yes. So, wenn ich da jetzt eine physische Barriere vorkloppe, nicht vor das Auto, sondern seitlich neben dem Auto, so dass es dem Typen wenigstens die Waffe aus der Hand ruppt. Das könntest du auch einfacher haben als mit einer physischen Barriere, vermutlich. Mit also einer Schleuder meinst du, dann kann er die doch besser festhalten. Ich weiß es nicht. Lass mich das mal ganz kurz nachgucken. Kannst du den Typ nicht wegruppen, weil du die Hand von ihm siehst? Na, das ist, glaube ich, noch schwieriger, weil bis. Du kriegst prinzipiell auf alles, was du jetzt machen willst, wenn das nicht das Auto anvisiert, minus 1 aus wegen Entfernung, minus 1 wegen deinem Schaden. Das ist ja schon ja, klar. Ich weiß. Den Typen mit einem Angriffszauber anzugreifen, ist nicht so schwierig. Er kann halt ausweichen und der hat halt eine ziemlich gute Deckung. Der hat eine ziemlich hohe Panzerung und die meisten Zauber, die ich habe, sind einfach völlig sinnlos. Eine physische Barriere ist nicht dafür gedacht, wenn du den Approach wählen willst. Würde ich dir eher, wenn dann gleich, auch zu einer Elementarwand raten. Weil, ne? Elementarwand Stein. Ja, irgendwie sowas. Also, das ist halt die Frage, weil ich halt einfach eigentlich nur dazu kriegen will, wenn da plötzlich eine Wand ist und der Typ, dem wird vermutlich nichts passieren, aber es wird ihm wahrscheinlich wenigstens... Wenn diese Hand oder diese Waffe halt wenigstens gegen diese Barriere knallt, die Waffe aus der Hand ruppen, weißt du? Kommt ohne, halt an, wie der Rigger reagiert, ne? Ja, das ist ja neben dem Auto und nicht vor dem Auto. Und das ist die Frage, ob der Rigger das so schnell der rafft. Der Rigger ist das Auto und hat überall Sensoren, auch wenn das und der Rigger ist. Und der Rigger kriegt Abzüge wie die Sau jetzt mittlerweile, oder? Ja, der Rigger kriegt der wegen des gefressen. Schadens des Autos und wegen seinem Schaden kriegt er Abzüge, ja? Deswegen, ja. Das so. Muss man mit einberechnen. Allerdings kriege ich auch Abzüge und habe eigentlich keine Chance mehr, diesen Zauber zu schaffen. Der Geist hat, wie du jetzt mittlerweile gesehen hast, jedes Mal 6 Würfel. Ja, ja, und ich habe jetzt, wie gesagt, schon Abzüge wie Sau. Das ist keine Chance. Ich glaube, ich schieße besser. Es ist echt sinnvoller. Ansonsten fresse ich nämlich nur den Schaden. Du könntest einen Trickshot versuchen, wenn du das willst. Das weißt bedeutet, du, was ich meine? Nein. Du kriegst minus 4 und er kriegt minus 4 auf seinen nächsten Schuss, wenn das dir gelingt. Und es könnten noch andere Effekte passieren, je nachdem, was du beschreibst und was du machst. Okay. Wenn es cool ist, dann weißt du, ich bin nett. Und ihr seid eh fast tot. Ja, ich fürchte auch. So, das ist jetzt der Typ, der uns gerade zerrungst hat, ist der Wichser, den Kaban gerade schon getroffen hat, ne? Mhm. Für 2 Schaden. Ja, super. So, okay, ich habe nur meine blöde Zastava dabei. Das heißt immer. Jetzt ist sie blöd.
Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich wirklich nicht. Ich habe sogar. Ein Smartlink. Ja. 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 Sogar ein Smartlink, das ist schon mal ganz Hast du gut. Sichtvergrößerung? Eigentlich ja. Gut. Einfache Hand zum Zusammen mit meinem Anvisieren. Smartlink. Genau, so, dann ziehe ich mir mal 4 Würfel ab. Das ist eine Menge in meiner jetzigen Situation. Dank Und dein des. Schaden. Ja, dank der wird von meinem Smartlink Ah ja, genau. gedingst Hast du schon zwei minus kompensiert. zwei? Kompensiert. Nein, ich habe -1, aber ich Ach kriege so, auch das. nur -1, weil bei mir das sekundär ist, nicht wie bei Billy. Ja, aber bedenke, du kriegst noch minus zwei, weil auffahren das Ziel. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ach so, das ist Also schlecht. insgesamt kriegst du minus sieben plus Martling sind das minus fünf. Autsch. Oh ja. Oh. Habe ich jetzt 4 Würfel, Leute. Easy. Du hast genug Edge. Kannst auch versuchen, normal zu schießen, weißt du, ist mir egal. Du hast Ich doch wollte Edge, du nur jetzt einfach. Edge Eben, mit. ja, bitte du edgen. kannst 5 Würfel da reinpacken oder so. Ja. So, der hat sich schon mal verteidigt, also kriegt er minus 1. Oh, Das macht Mann. keinen Spaß, echt. Zwei Moment, aber du. Erfolge. Ach Du hast so, nicht ich hab SRE schon SRE gewürfelt. gewürfelt. Oder Das ist habe ich nicht, da steht SRE nicht Nee, SRE. hast du nicht. Nee, Ja, hast du bringt nichts, ich nicht. habe eh keine Sechsen. Das ist richtig. Ich könnte auch Das wird nochmal jetzt neu nichts. würfeln, Nein. also. Ja. Zweiter Ja! Erfolg. Gucke, Alter was Schwede. ist. Also, Das kannst du passt. nochmal, was. Wie genau ist es tricky? Mach mal was Cooles. So. Wenn du willst, kann ich dir die Umgebung auch nochmal kurz geben, was du Dann gib nutzen mir bitte könntest. nochmal kurz die Umgebung. Also, das Ding hat, also der Van, hat zum Beispiel auch einen gerade noch an einem Fitzel hängenden Scheibenwischer. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wie ist denn Ansonsten. das mit dem, also du hast da ja diese scheiß Schiebetür, ne? Ja, genau. Geht die nach hinten oder nach vorne? Das ist eine Nach hinten. ausgezeichnete EG und weil du das die Idee gehabt hast, geht sie nach vorne auf. Okay, Was das. ziemlich dumm ist, ich weiß, aber weil du es. Na, Komm, easy. auf jeden Fall kann ich dann, wenn ich da so ein Scheiß, so eine Verankerung oder sowas, so ein Scharnier oder sowas treffe, die zumindest so weit lösen, dass die Tür dann wenigstens runterfällt und den dann vielleicht noch dingst, Nach weißt du? hinten Ja, fällt. meine ich ja. Ja. Ja, durch den Ja. Pfadfinder allein wird ja nach hinten gedrückt. Ja, genau. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ja. Pass auf. Du machst eben jedes, die Kugel klemmt sich genau in die Hebelung von, also in diesen Hebel von dem Scharnier, ja? Also richtig edel. Das Ding klappt durch den Fahrtwind nach hinten. Der Typ klemmt es ein bisschen in den Arm ein, was nicht so aussieht, als würde er großartige Schmerzen erleiden. Aber dieses teure Gerät fällt auf die Straße. Ich will das haben. Genau, wir halten jetzt an und drehen Spring! um und holen uns das Gerät. Ich will's mehr Spring! Kannst es dir wirklich gern nächste Kampfrunde holen, weil du bist ja jetzt nicht mehr dran. Aber Billy ist dran! Billy. Ja. Wovor? Das bin ja ich, ne? Mhm. Wenn ich jetzt Jojo hört die. man nur ein Ja, wenn sie getroffen hat. Wenn ich jetzt nochmal den Von mir kommt ein Arschgeigen-Arschkeks. netter Schuss. Arschgeigen-Arschgeigen-Kick. Nochmal da das Spike. Dann stehen Okay. meine Chancen ja relativ hoch, dass ich jetzt nochmal gut Schaden dem eindrücke, oder nicht? Ja, ich muss nur kurz gucken, was ich vor uns für eine Würfelanzahl Fünf. hatte. Fünf, dann Fünf. hat er jetzt vier. Ich habe noch eine andere Möglichkeit. Ich möchte nur Meinst du, über der die sollte Position. Edge benutzen? Nee, auf gar keinen Fall. Ich Okay. möchte jetzt nochmal kurz eben mit dir eine Möglichkeit abklären. Und Ja, zwar, bitte. wenn ich hingehe und einen Edge verbrenne, ich Hast du meine verbrenne. automatisch vier Erfolge. Und wenn du Vier würfeln Erfolge. willst, gern noch mehr. Aber es ist verbrannt. Es ist verbrannt. Ich möchte aber eigentlich den folgenden Trade vorschlagen. Puppeteer, einladendes Mark auf Billy und nächste Aktion wäre dann Auto, kaputt. Also die Idee wäre folgendes, dass ich mir den Puppeteer erkaufe, den Instant-Erfolg sozusagen und das Auto runterfahre. Das Problem an Und der fahre nicht Geschichte runter, ist, sondern gegen Baum. oder gegen Baum fahre, das von mir aus Problem auch an der gut. Geschichte ist eine komplexe Handlung. Dann machst du Puppeteer, denn sobald das Auto dran ist, jetzt werden wir nochmal neu Indie machen müssen, gibt das dir die 3 Marks und dann kannst du was machen. In der Zwischenzeit ist vermutlich sowohl der Rigger als auch der Hacker dran. Die Spinner. Weißt du Die wie? könnten dann also meinen Mark quasi löschen, wenn Die sie es könnten versuchen, erkennen das Mark würden. zu löschen, die könnten Wenn sie auch. es. Die müssen es aber erstmal mit einer komplexen Handlung erkennen. Moment, wenn das Auto den freiwilligen Mark gibt und der Rigger Ja, ist das Auto, nee, merkt er das sofort. ne.
Wieso, wenn das. Der Rigger ist das Auto und Muss. plötzlich sagt das Auto, ich gebe dem Marks. Das ist Das. ja eine öffentliche Sache, so einen Mark zu geben. Das ist ja das, was Jojo mit dir gemacht hat. Das ist ja nichts Illegales. Okay, Das dann gibt da sie das dir Bike schon jetzt. freiwillig. Start das Bike denn Da jetzt? spike den, komm, der hat eh noch vier Spike denn Würfe. jetzt? Ich habe den Erfolg. 7 Erfolge auf mein Data Spike plus 3 Erfolge auf mein Drain. Mua. 7 und 3. Ich ficke das Auto bis ins nächste Jahrhundert. Und dann die Kinder Tschüss, vom tschüss, Auto. tschüss, Ich tschüss, weiß, ich habe tschüss, ein Limit. tschüss. Ich weiß es doch. Du fixst das Auto ins nächste Jahrhundert und dann die Kinder. Und dann geile ich mich dran auf. Es dampft, es kriselt und du spürst, dass eine Persona gerade kurz, sagen wir einfach mal, sie ist aus der Faded? Matrix gegangen. Für immer wahrscheinlich. Rigger Das hat ist ja das. keinen Auswurfschock. Nee, das ist. Das ist Nee, der zweite dem Evo, geht's den ich gut. kill. Das ist der zweite Evo-Rigger, den ich gerade kill. Easy. So, das Nice. Ding ding sich und so. Und der Hacker geht auch Aber raus, das ist das Problem. wieso geht der Hacker raus? Wenn der Knoten von der Matrix Stimmt. verschwindet, Der weil war doch da aber endet. nicht drauf. Der war Achso. bloß, ne? Der muss sich jetzt erstmal neu orientieren, auf jeden Fall, das ist richtig. Wir haben auch noch ein paar Leute, die was machen können, während das Ding zum Stehen kommt. Eher trudelnd, das geben wir mal ein paar Würfelabzug. Aber wir haben noch ein paar Leute. Zum Beispiel du kannst, na nee, du bist tot, du bist der Rigger. Okay, du kannst noch was machen. Easy. Billy muss auch nur deshalb nicht kotzen, weil sie nicht gesehen hat, wie der Kerl stirbt. Ja, was sie weiß, ist, sie realisiert es gerade nur noch nicht. Ja. Vermutlich. Okay. Das Schild mit dem Typen dahinter, also nennen wir es einfach das Schild, verschwindet in den Innenraum. Nicht nur deswegen, weil es gerade ein bisschen ruppiger wird auf der Fahrt, sondern offensichtlich auch, weil er dem Typen helfen muss, der noch mit dem anderen eingeklemmt ist. Der Dude, der über dem Schild hing, den ihr jetzt auch seht, der hat übrigens auch eine Vollkörperpanzerung, der wird schießen. Der hat richtig Bock. RPG. RPG, was? Rocket Propelled Grenade, RPG. Nee, keine Angst, ist ein ganz normales Sturmgewehr. Och, das ist Wir machen sowas doch von. nichts. Na dann. Du meinst, unser Auto ist sowieso schon durchsiebt genug, da machen die Naja, ihr paar habt noch kleinen genau Dinge zwei auch. Schadenskästchen frei. Also, Teuer. sag mal, es könnte ungünstig für euch ausgehen, aber der hat ja ein paar Abzüge. Teuer. Ja, ein Döst, du Auto ist schon darfst. mal weg. Döst, du darfst bitte nochmal ausweichen und du kriegst Na, vielleicht kann man da ja noch -2. mal was machen. Minus zwei. Ah nee, warte mal, minus 3. Yes! 2 Erfolge! Das Du habe ich hast denn da einen gerade Erfolg. gewürfelt? Du hast Egal, erst jetzt 2 gewürfelt. habe ich es gewürfelt. Ich weiß auch nicht, egal. Nee, Ich habe einen Erfolg. der will euch gar nicht treffen. Juhu! Nee, warte mal, du hast einen Erfolg, ich habe 2? Nein, ich habe Umgekehrt. zwei. Ah, easy, okay. Der will euch gar nicht treffen, der wollte den Ast treffen, das fand der viel besser. Easy. Er Ich wollte auch bin einen so Trickshot klug. machen. Bitte? Der wollte auch einen Trickshot machen, hat nicht geklappt. Ja, war einfach. Der War wollte zu in trick. alter Slapstick-Manier gegen den Ast schießen, damit der Ast runterfällt durch das Loch in der Decke auf Billys Kopf. Nein, Hat der nicht wollte einen geklappt. Warnschuss abgeben und schreit es noch, dass er mir ja auch nicht wiederkommt. Ja, macht euch besser Fuß hier. Versprochen. Sehr gut. Euer Auto wird in ungefähr 15, 20 Minuten auf jeden Fall stehen bleiben. Wie weit sind wir vom Bumsbully weg? Ungefähr 30 Minuten. Tja. Ja, fahren wir wenigstens mal in die Richtung, ne? Kann ich das blöde Gewehr hinter mir her levitieren? Gibt's nicht, oder? Hallo? Okay, pass auf. Du bist ein. Ich werde jetzt kurz länger sprechen müssen. Du bist ein Glückskind. Ja. Eigentlich wollte ich sagen, oh leider, das Auto steht so, dass du die gerade nicht mehr siehst, weil die ist ja ein bisschen quer auf der Straße, aber das kann ich nicht. Du bist Glückskind. So. Okay, es steht genauso, dass du sie noch gerade so siehst. Du bekommst auf die Entfernung, weil Billy gibt Gas, sie will weg hier, nehme ich an. Aber richtig. Siehst du es gerade noch so, kriegst du minus 2. Aber willst du diese Waffe wirklich? Diese Waffe habe ich mit einem Preis von 30.000 festgesetzt. Willst du sie jetzt haben? Denke genau nach. Du meinst also, wenn ich jetzt mir diese Waffe mitnehme, dann Die werden die. Munition für diese Waffe kostet 100 Nuyen pro Schuss. Du meinst also, wenn ich mir Das jetzt ist der diese Waffe Plan. mitnehme, dann muss ich hinterher ganz viel strafticken, weil ich so eine Waffe angeschleppt habe, irgendwo, die vermutlich auch noch irgendwie getaggt ist und sehr gut getaggt Liebste ist und. Flummi, wenn du diese Waffe mitnimmst, ist das Beste, was dir passieren kann, dass du straftickst. Und zwar mit gebrochenen Armen.
Das ist der gute Fall. Ja, ich fürchte, ich muss sie da liegen lassen. Was waren Wikis zwei Regeln? Ja, nicht gierig werden, du hast ja recht. Was war eigentlich die zweite Regel? Führe mich nicht in Versuchung. Immer Exit. Schön unten kalt. Also Wikis zweite Regel war, ihr sollt immer eine Exit-Strategy haben. Ah, okay, gut. Wir hatten voll die gute Exit-Strategy. Und dann fahren wir aus dem Gebiet raus? Fandst du eine gute Exit-Strategy? Ja, was sollen wir denn sonst machen? Dritt bleiben oder was? Ah, na gut. Hey, okay. Wir haben den Bumsbully geparkt in unserer Nähe. Wir hätten das vergessen können. Easy. Ja, ich möchte das bitte easy. Mal. Easy. Es hätte sich immer besser, nur über uns lustig, weißt du? Es hätte nicht besser laufen können. Nein, alles hab cool. Hab ich Billy, ruf doch mal den Bumsbully uns entgegen, dass er uns abholt. Gute Idee, Kaban, mach ich. Sehr gut. Euer Auto wird irgendwann langsam den Geist aufgeben, der Bumsbully kommt euch entgegen. Der Hund ist schwer zu beruhigen, allerdings kennt Kaban sich mit Tieren aus. Außerdem hat er das THC gefressen. Ja, aber weißt du, das ist nicht zwingend. Gerade in so einer Situation weiß ich nicht, ob das so toll ist. Weil er hat sich halt auch gerade einfach so ein Gerät durchs Auto gebohrt. Einfach das ist richtig. So. Die große Frage ist jetzt, nehmen wir Boris' Auto mit oder lassen wir es hier gleich lieber abbrennen? Das würde ich lieber hier abbrennen lassen, weil mitkriegen tun wir es eh nicht. Gut. Ist das überhaupt noch reparierbar, Spielleiter? Klar, 20% des Kaufpreises. Und das ist eine Limo. 20% des Kaufpreises. Übrigens brennen SR-Autos gar nicht mehr so gut. Na, das Benzin, das ausläuft aus dem Tank, wie du es beschrieben hast, schon. Aber die Frage ist, können wir das noch irgendwo da jetzt irgendwie an den Rand oder ins Gelände reinfahren und verstecken, sodass wir es gegebenenfalls irgendwann nochmal abholen können? Ja. Wir müssen jemanden schicken. Jojo, kannst du nicht einen Falken schicken? Ja, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Ihr könnt es an den Rand irgendwo in ein paar Büschen verstecken. Dauert natürlich alles. Soll ich Boris Bescheid sagen, dass er das Auto gestohlen meldet? Gute Idee. Billy setzt eine verschlüsselte Nachricht an Boris ab und teilt ihm mit, dass sein Auto gestohlen wurde. Er bestätigt das. Bitte sofort gestohlen melden. Bestätigt das. Sehr geil. Die verschlüsselte Nachricht lautet, Boris hat einen geilen Penis. Also das Passwort. Nein, Boris geiler Penis ist heiß. Verstehst du? Richtig, richtig. So, dann zumindest irgendwie so grob da jetzt in die Ecke, ins Gebüsch fahren und vielleicht irgendwie, damit die damit nichts mehr machen. Ihr macht, achso, das ist das Auto. Das dauert halt schon ein Weilchen, ne? Ja. Wie gesagt, die Achse, die wird, wenn du das jetzt über die kleine Erhöhung da, ne, so eine Allee, die ist ja so ein bisschen meistens erhöht. Wir schieben mit dem Bumsbully drüber. Der Bumsbully hat vorne den Kuhfänger drauf. Damit können wir das Ding über irgendwas schieben. Das ist kein Problem. Auf jeden Fall wird dabei bei der Aktion die Achse brechen, woraufhin natürlich euer Schiebeding deutlich schlechter vorankommt. Das heißt, es dauert mindestens, damit es einigermaßen an den Rand kriegt, dauert das schon 12 Minuten. Das könnt ihr abschätzen. Können wir im Innenraum, Innenraum irgendwie ausräuchern, komplett im Sinne von abbrennen, damit keinerlei Fingerabdrücke oder Haare. Das könnt ihr auch. Das machen wir auf jeden Fall. Ich nehme auch Bumsbully die ganzen schönen Saubermacht-Zeugs. Ihr habt sowohl Granaten als auch Backofenreiniger. Genau, also erstmal kommt das einmal mit der Sprühflasche, einmal quasi überall, wo wir waren. Ne, den schönen, die schöne Bleiche. Und dann kommt eine Granate rein. Okay. Es ist übrigens für die Zukunft so eine Backofenreinigergranate wäre auch witzig. Jo. Das stimmt. Aber lass das doch mal, vielleicht, wie gesagt, vielleicht kriegen wir das Auto auch nochmal, oder kriegt er da jetzt Versicherungsgeld für? Versicherung. Je nachdem, wie er es dreht, ne? Ja, ich aber hatte euch doch vor 2-3 Tagen gesagt, das wurde gestohlen. Ja, er muss da ein bisschen was zahlen, aber ja. Ja, das okay. Das gehört dem Club und so weiter. Das ist erstmal drittrangig vielleicht, so, ne? Gut. Wir müssen weg hier jetzt, ganz fixig. Ja, das alle ist einmal die Wahrnehmung. Ihre Abzüge kennt ihr ja. Ihr bekommt zusätzlich zu denen, die ihr kennt, -2. Nochmal -2 dazu. Jawohl. Ich habe keinen Erfolg. Das ist ganz ausgezeichnet. Für dich nicht. Gott. Ich habe auch ein SR und gewürfelt. Das sollte ich nochmal neu machen. Nein, der bleibt. Du hast 4, siehst du, Ergebnis ist 4. Mir gefiel das andere Ergebnis besser, jetzt hat er 2 Erfolge. Ihr anderen? Billy hat 2. Billy hat 3.
Ja, die hat zwei. Okay, verzeih, ich habe dich nicht richtig verstanden. Hör mir doch zu. Auf sehen oder auf hören? Sehen. Ja, das hättest du mal sagen. Nee, warte mal, das was höher ist. Ja, dann hätte das, ich was höher ist. Ha. Kaban, reiß uns raus. Gerne. Bitte, du bist der Perception King. Hawkeye. Ich muss nur gerade eben kurz einmal, wo habe ich denn meine Sichtvergrößerung? Ja, Sichtvergrößerung. Ich muss einmal kurz den Server. Sichtvergrößerung ist egal, Sichtverbesserung gibt eine Benutzung. Jaha. Entschuldigung. Wie aufgeregt alle sind. Ich finde das ja sehr schön. Oh, scheiße. Könntest du vielleicht action, bitte? Bitte, bitte? Ja. Könnte ich mal einen Zwischenstand bekommen, wer noch wie viel Edge hat? Ich habe noch zwei. Ich jetzt keinen mehr gleich. Ich habe null. Easy. Sag mal, wie schreibe ich bisher? Okay, sind noch vier Erfolge dann. Mhm. Hast du dann nicht auf Folge normal gewürfelt oder was? Ja. Okay. Jutti, also du erkennst oben am Himmel klein und unscheinbar ein Dröhnchen. Nice. Es trägt den wunderschönen Aufdruck von Parashield. Oh, fick dich. Es umkreist erst die Stelle, wo die Dudes sich gerade noch aus dem Auto schälen, aber ziemlich benommen sind und ist ja auch schon ziemlich weit hinter euch, also eure Sauerbach-Action ist schon gelaufen. Und würde sich dann auf die Suche machen nach, du weißt schon, den blöden Wichsern. Einfach mit so Typen aufnehmen. Billy? Da ja, oben, wir müssen hier weg. Da oben ist eine Drohne. Da oben kann ich nicht hinschießen, das ist zu weit weg. Okay. Warte. Möchtest du jetzt was zuerst tun? Dann hält die Zeit kurz an, bevor ich was mache. Warte. Nee, mach mal, ich such noch. Wo war das denn? Los, mach die fertig. Ja, ich will ja. Wie weit ist denn das? Nee, echt erschießen kann man das Ding nicht, ne? Sekunde. Die Drohne kann man nicht vom Himmel holen. Reichweitenmodifikator mit der Pistole. Lass mal kurz gucken. Also ich glaube, du schon mal sowieso nicht. Warte mal, Meisterlein. Wie ist denn das hier mit Trugbild oder Tridio-Trugbild? Da kann ich doch die Sensoren der Drohne mit ficken, oder? Sekunde, warte mal kurz. Damit fickst du alle Sensoren und alle Augen. Na, da kommt, also du kannst damit ein Trugbild erschaffen. Na, Moment, das ging doch eigentlich, ich dachte mal, das ging für ja, stimmt, scheiße, das war nicht für Kameras, das war was doch, anderes. Doch, das Video- Trugbild geht auch auf Kameras, aber du kannst damit ein Trugbild erschaffen. Und du musst es gedanklich kontrollieren, das heißt, und das wird nicht hundertprozentig lebensecht sein, aus der Höhe vermutlich schon. Selbst wenn das Ding sowas wie Infrarot benutzt und Wärme abdingst und so, wird das trotzdem dadurch verarscht. So ist es nicht, das geht. Aber das muss ich aufrechterhalten und ich muss die blöde Drohne dabei sehen. Nur beim Zaubern. Du musst eigentlich dein Trugbild sehen, oder nicht? Drei Erfolge, SL. Nee, ich glaube schon die du verzauberst. Drei Erfolge, gut. Während Jojo noch kurz mit sich ringt, Billy, du hörst, drei Erfolge ist richtig gut, gerade so, so kleine Fetzen des Datenverkehrs. Es scheint so, als würde diese Drohne A mit anderen natürlich Drohnen in Verbindung stehen, die irgendwie auch im Umkreis langsam sagen wir mal, eine Schlinge zuziehen und weiterhin mit so Einsatztrupps wie denen gerade, es sind maximal zwei 10. oder drei, die sich aber bereit machen, hier zu durchforsten. Wie ist das Wetter? Würfel mal Edge, Glückskind. Oder du lässt jemand anderen Edge würfeln, der gut würfelt, nee. Ist mir egal. Lass es doch. Ich will dir das bloß. Ich würfel immer scheiße, wenn ich Edge würfeln muss. Ist doch egal, ein Erfolg. Kalt. Kalt heißt leider kein Nebel. Falls du auf sowas hinaus wolltest. Naja, Moment. Es wird viel dunkel. Ach nee, es ist ja sowieso dunkel, ich bin dumm. Es ist sowieso dunkel, ja. Kalt heißt auch, ihr seid nicht hundertprozentig wärmeisolierend angezogen, das ist aber nicht ganz so schlimm. Das ist ja egal, selbst wenn ich jetzt trotzdem Nebel heraufbeschwöre, das wäre ja so, wurscht. So, das meinst du. Genau, ich möchte Nebel heraufbeschwören. Das bedeutet auch, dass diese Drohne uns wesentlich schlechter sieht, selbst wenn sie Infrarot benutzt. Du hast einen Zauberhexel, weißt du, ne? Da kannst du spezifisch Drohnensensoren für den Arsch. Echt? Ja, das ist spezifisch, dann sieht die blaue Elefanten, was weiß ich, sowas in der Richtung. Aber das ist genau dafür gedacht. Wo ist denn der? Der steht nicht auf meiner Liste. Das ist ein Illusionszauber. Oh. Da unten habe ich nicht geguckt, weil ich so schlecht in Illusionszaubern bin. Ach so. Hexel und Flack ist das. Ah, da, Hexel und Flack, stimmt. Da, wo auch Trideotrupel steht. Ja,
damit kann ich die Drohne, da müssen Leute, wir müssen echt in den Wald. Es geht nicht anders, da ist die Verbindung wenigstens schlecht. Da finden die uns nicht so schnell. Kennst du Schmugglerrouten von hier? Pff. Komm schon. Jojo kennt Jojo Schmugglerrouten. Ich würfle. Das müssen wir, glaube ich, würfeln. Leider gelten deine Schadensabzüge. Ja. Nee, glaube ich nicht. Habe ich nicht gehört. Auf Wissensproben? Das ignoriere ich. Manchmal glaube ich zu wissen, warum du mich hasst. Aber nein, wir lieben dich doch. Das ist doch voll interessant gerade, Alter. Du haust, ich war gerade wirklich überzeugt, wenn ich das Auto ausgenebelt habe, dann sind wir aus dem Schneider. Aber jetzt geht's gerade richtig nochmal der Arsch auf Grundreis. So, ich bring dich zum Campen, Junge. Ich spiele hier mit dir SR. Warum fragst du mich, ob ich bescheuert bin? Ich habe zwei Erfolge bei Schmuggelrouten. Sehr gut. Yes. In der Nähe, das ist vermutlich auch ein Grund, warum du dir das ausgesucht hast, wo der Bumsbulli hin sollte. Da war mal eine Schmuggelroute. Das heißt, da ist auch noch eine Art Versteck, was man nutzen könnte. Dieses Versteck war für Waren gedacht. Das heißt, es ist unglaublich kalt. Das kann ich dir schon mal sagen. Man wird euch dort höchstwahrscheinlich nicht finden, wenn ihr bis dahin kommt. Es ist kalt, es gibt nichts zu fressen und die Luft da muss man ab und zu mal den Deckel heben zum Lüften. Das ist nicht, also dort willst du nicht, also übernachten, da weißt du, Jojo, auch, dass du am nächsten Morgen... Kaban an, ne? Delhi, Kaban, wenn du rumfurzt, ne, dann hau ich dir eine rein morgen. Ich weiß, wo wir hin können. Ja, dann aufhacken hinterher, los geht's. Wie weit schon geht diese Nebelbank? Ne? Die geht doch, glaube ich, sogar über mehrere Kilometer, oder? Abbruch. Das hatten wir irgendwann mal nachgeguckt. Auch das müsste ich nochmal recherchieren. Guck mal, recherchiere das mal eben. Ich hatte nämlich irgendwie im Kopf, dass die sehr weit geht. Ich habe im Kopf, dass Nebel ziemlich kacke war, als wir das nachgeguckt hatten, aber ich werde das jetzt machen. Ist das kein Illusionszauber? Ist ein Manipulationszauber oder was? Nebel? Ist ein Manipulationszauber, glaube ich, ja. Ach da, okay. Während wir schon in die Gegend stampfen, möchte ich als letzter gehen und die Spuren, die wir für... Mach mal gleich. Gut. Aber ja, warte. Reduce the Vision Modifier by one per Combat Turn. Okay. Wie war das? Hier steht, du erschaffst einen Nebel und da du den Zauber nicht aufrechterhältst, verflüchtigt er sich sehr schnell. Wie schnell genau steht? Kann ich den aufrechterhalten? Nee, eben nicht. Kann ich das über einen Geist machen? Na, ein Geist, der könnte schon ziemlich awesome Stuff machen. Also so ein Geist. Ein Geist könnte schon ziemlich awesome Stuff machen, nicht wahr? So ein Geist, oder? Ich glaube, da müsste man... Du meinst, so ein Geist könnte uns dazu bringen, dass die uns, könnte dafür sorgen, dass die uns nicht finden, dass wir von niemandem gefunden werden. Aber du hast genau 0 Würfel, um diesen Geist zu beschwören. Ich habe aber Edge. Ja. Hast du genau 5 Würfel. Das könnte sogar, ja. Das ist möglich. Ich habe sogar Edge. Bevor du dir sowas durch den Kopf gehen lässt, was jetzt passieren wird, dieses Versteck ist, wie gesagt, in einiger Entfernung. Ich bin ja wirklich der beste und liebste Mensch. Wir werden jetzt Folgendes tun. Ihr drei habt einen Skill, der heißt Stealth. Und ihr drei habt nicht alle einen Skill, der heißt Survival. Um die nächste kalte, die nächsten Stunden zu überstehen, bei diesem Marsch durch Moor, durch scharfkantige Äste, mit den Schuhen, die gerade die Frauen anhaben, was der Tod wird, mit der Kleidung, die zwar, ich weiß, ihr seid unterwegs und kalt und seid da gewöhnt, aber im Wald ist ja nochmal ein ganzes Stück kälter und bei diesen Gewaltmärschen, ihr seid angeschlagen, es ist nicht leicht für euch. Was ihr macht, ist für Stealth und Survival einen Teamleiter zu bestimmen, denn ihr werdet bei beiden eine Teamwork-Probe ablegen. Wenn jemand null Würfel, wenn jemand auch nur einen Würfel hat, muss er würfeln. Also nicht, ich will lieber nicht würfeln, gibt's nicht. Genau, das ist der Shit. Was ihr noch machen könnt, weil ich der Beste bin. Ich bin ja wirklich der Beste. Ihr könnt euch entscheiden, das könnt ihr auch lange diskutieren, ob ihr mehr Wert darauf legt, nicht so viel Aua zu kriegen, also, oder ob ihr besser versteckt sein wollt vor den Dudes, die euch suchen. Das heißt, ihr könnt sagen, wir nehmen -2 auf die Survival-Probe, jeder einzeln. Und dafür +2 auf die Stealth-Probe. Das könnt ihr unter euch ausmachen. Schadensmodifikatoren gelten wie üblich. Wenn jemand eine richtig coole Beschreibung liefert, zum Beispiel Kaban sagt, kann schon die Spuren wegmachen, das reicht mir natürlich noch nicht. dann könnt ihr von mir noch Bonuswürfel kriegen. Habt ihr das verstanden, was ich meine? Ja. Ja. Gut. Sagt eins, der Beste. Moment. Ja, du bist der Allerliebste. Billy sagt zu Kaban, bitte komm in mir, ich will leben. Das zählt nicht.
Macht ihr schon wieder Sex außerhalb des Autos, ja? Klar. Sehr schön. Der wärmt, der Gut. Wer, also genau, von wegen Teamleiter, das macht jetzt, also wir können auch sowohl für Survival als auch für Stealth verschiedene bestimmen, ja. Okay. Und Survival wäre dann wahrscheinlich auch für den Lebensbully, weil ihr könnt ja nicht die ganze, also ihr könnt ein Stück noch mit dem fahren, bla bla, aber ihr müsst ihn ja auch irgendwo möglichst verstecken, ne? Sehr okay, ja. Dann müssen wir echt leider Gottes vermutlich dazu übergehen, dass uns echt kalt ist. Okay. Mhm. Vermute ich. Zählt eigentlich Cat-like? Nein. Nein. Okay. Das geht auf Stealth. Warum sagst du denn nein, Flummi? Weil ich den Spielleiter kenne. Die hasst dich. Ja, ich merke das. Weil ich den scheiß Spielleiter kenne. Entschuldige bitte, das ist richtig. Aber im Bumsbully liegt ja ohnehin mein Pilz, also von dem her geht mir geht's schon mal gut. Lass mich Edge würfeln. Ich glaube, du stellst dir das zu leicht vor, das. Was, wieso? Weil dein Pelz sich nicht untenrum genug wärmt. Und, Moment, Abbruch. Ich möchte hinzufügen, es geht halt nicht nur darum, wie warm euch ist, es geht auch darum, diesen Weg jetzt, der ist beschwerlich und scheiße. Das ist okay. Und wenn ihr einen stealthigeren Weg nehmt, dann ist es auch eine Kacke. Und ihr wisst auch, Survival-Schaden kann sehr hoch sein. Jetzt gehe ich erstmal kurz auf. Viel Spaß beim Besprechen. Wie er Zwietracht streut, ne? Keine Zwietracht, ich gebe euch Möglichkeiten. So, meine Besten, wie hoch sind denn da jetzt? Ey, wir müssen jetzt mal echt voll Metagaming betreiben. Glaube ich. Wie hoch sind denn unsere Pools? Ich habe Survival auf 1. Und ich habe Survival 18. auf 0. Survival, auf, Survival 3. auf 0. Das heißt, du würfelst auf jeden Fall nur mit deiner Willenskraft minus 1. Ja. So, hast du irgendwelche 3. Wundabzüge? Nein. Okay. Das heißt, du hast 3 Würfel mit 4 Würfeln. Zählt Gymnastics eigentlich rein? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich würfel mit 6 Würfeln auf Survival. Du würfelst mit 6 Würfeln auf Survival. Mhm. Dann bist du vermutlich unser Teamleiter. Ja. So, Stealth hat wahrscheinlich Billy am höchsten, oder? Habe ich auf 7 ohne Cat-like. Wobei Cat-like wäre plus 2 auf Sneaking, aber zählt ja nicht, hat er gesagt. Habe ich auf 6. 6er Pool. So, ich habe das, glaube ich, auch als 6er Pool, also 5. Dann ist Billy unser Leader, was Stealth angeht. So, das, ich weiß gar nicht, wie das mit der Tarnung ist oder dem Nichtsehen ist oder sowas, ob wir da bei dem Bumsbully, ob wir da nochmal mit Verkleiden ran müssen, aber das kann Disguise, ja auch Billy. Ich habe 8 auf Disguise. Okay, dann haben wir das ja schon. So, die Frage ist jetzt, fressen wir Schaden oder werden wir gefunden? So. Ich weiß nicht, ob wir es nachher reinlaufen lassen, aber ich habe Taktik kleiner Gruppen zum Beispiel noch als Wissenswürdigkeit. Ich kann euch theoretisch da noch ein paar Tipps geben, quasi, wie man sucht, wie man sich bewegt, etc. Das wäre aber ein Teaching, oder? Nee, glaube ich nicht. Also es kann sein, dass er da zumindest vielleicht nochmal er kann zumindest gleich fragen, ob das was bringt. Wenn er uns, bei solchen Teamwork-Proben kann das sogar sein, dass das vielleicht sogar noch einen Bonus gibt. Ja, richtig. Wenn er uns koordinieren kann, weißt du? Okay. So, wir können es probieren. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber wir müssen uns trotzdem entscheiden, wie wir das jetzt machen wollen. Also ob wir jetzt sagen, wir nehmen einfach beides so, wie es ist. Wir geben uns gegebenenfalls einen Bonus auf Sneaking oder wir geben uns einen Bonus auf Survival. Survival sieht momentan am schlechtesten aus, oder? Ja, aber wenn wir gefunden werden von den Leuten, sind wir genauso am Arsch oder sogar noch mehr. Schlimmer wahrscheinlich. Das ist halt die andere Sache. Also mir ist es egal. Egal, ist immer schlecht. Ja, ich muss sagen, ich habe gerade noch überlegt, ob ich mein Survival-Kit mitnehme. Das ist das Dümmste, dass ich das mal nicht mitgenommen habe. Ausnahmsweise. Das größte Problem ist halt echt, dass wir nicht angezogen sind dafür, weil wir ja nun, wir haben zwar eine Jacke an, aber wir sind halt auch echt nicht für lange Märsche angezogen irgendwie. Das ist, und natürlich die Frauen echt hohe Schuhe und so ein Shit, ne? Das ist nicht hoch, aber ja. Ja, nicht hoch, aber trotzdem ist das, gerade wenn du nicht gewöhnt bist, darauf zu laufen, dann hast du gefrorenen Waldboden, weißt du, der ist total uneben und kacke und du knickst dir immer die Füße um und... Um Moskau herum war keine Kriegszone irgendwann mal, außer im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg. Nee, da ist halt noch dieser komische Wald, den wir da überall haben. Ja, sonst hätte ich nämlich jetzt gesagt, ich lege hier noch zum, um die Leute zu verarschen, noch Zeichen von Minen und so weiter.
So, Achtung, Minenzeichen. Na, ja, ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, da ist es echt. Also, was wir natürlich machen können, ist, wir lassen alles so, wie es ist. Weil, wenn wir jetzt. Wir haben sind echt schon scheiße im Survival. Und wenn wir dann uns da noch Würfel abziehen, dann fressen wir echt eine Menge Schaden, glaube ich. Oder wir sagen halt Stealth. Wir kriegen uns einen Stealth-Bonus. Ja, aber wie viel Schaden dürft ihr noch? Ne? Wie viel aber Schaden dürft ihr noch? Ich weiß nicht genau, du kriegst irgendwie pro Stunde, musst du dann würfeln, plus so und so viel, und dann kriegst du halt Abzüge und bla, ne? Wegen, also du kriegst halt einfach irgendwann Kälteschaden, weißt du? Also, ich kann uns nachher ein Feuer machen, also das geht. Nein, Feuer können wir nicht machen, sonst finden die uns. Ich habe eine Decke noch im Auto. Das ist das Einzige, was ich habe, eine Decke. Im Bumsbulli sind Decken, for sure. Das hatten wir damals ja, das war ja groß ausgezeichnet für das Ding. Das ist nicht das Problem. Und auch, wie gesagt, der Pelz, das hält definitiv warm. Nee, die aus dem Auto, warm. Die Decke nimmt Jojo mit auf jeden Fall. Da ist noch eine Decke drin. Jo. Ja, aber und den Hund halt haben wir auch noch im Schlepptau. Also ich würde sagen, wir sneaken. Survival werden wir dann auch noch mal hinkriegen, irgendwann hoffentlich. Okay, dann machen wir das so. Oder Kaban, traust du dir zu, dass du für uns die Würfel rausholst fürs Survival? Ich habe auch kein Edge mehr. Jojo hat. Sie kann uns ein Essen zaubern. Stimmt, es gibt sogar diesen Essenszauber. Der macht es gibt auch einen Zauber, der erwärmen kann, oder? Ja, es stimmt, ich kann die Temperatur regulieren. Geil, das ist doch schon. Recht. Wir machen Sneaking. Also, liebe Kinder, wie sieht's denn aus? Also, wir wollen auf jeden Fall sneaken. Ja. Dann. Ja. Wir wollen erstmal auf dem sneakerigen Weg dahin. Also wir nehmen halt den schlimmeren Weg für Survival. Äußert sich in welcher Würfelverschiebung? Plus 2 für Sneaken, glaube ich, oder wie war das? Na, müssen wir denn die plus 2 oder sollen wir einfach sagen, minus 1 Survival plus 1 Sneaking? Ihr könnt so viele wie ihr wollt. Ihr könnt 1, ihr könnt 15. Also wenn ihr 15 habt, ne? Ja, versteht 15 haben wir natürlich nicht, ja klar. Also so, dass es halt maximal auf 0 kommt bei einem. Ja, okay, dann nichts verschieben. Ich habe 7 Würfel auf Sneaking. Na, minus 1 Survival plus 1 Sneaking? Sollen wir es so machen? Geht gar nicht. Wieso? Billy ist schon auf 0. Was? Wieso bin ich auf 0? Nein, ist sie nicht. Ach, richtig, dann sind wir stimmt ja. Ich verstehe nicht, warum ich auf 0 sein sollte. Nee, bist du auch nicht. Könnt ihr nochmal kurz den Schaden ansagen, den jeder hat? 0. Ich hab 0, ne? Ich hab quasi minus 1, ich hab 3G. Ihr habt ja noch gar nicht gelitten. Nö. Nee. Jutti. Meister, ich hatte ja angesagt, quasi schon geschrieben, dass ich die Lederjacke in einer Decke eingewickelt hatte. Ich nehme diese Decke mit. Und wir hatten alles an Decken und an was wärmemäßig irgendwie sein. Ihr nehmt einiges an Decken und wärmemäßig mit, denn ihr geht mir auch Sneaking. Und ja. Ihr tragt ja schon einiges an Kram. Und einen Hund. Und einen Hund. Also minus 1 plus 1, oder was? Ja. Minus 1 plus 1 auf was jetzt? Auf Sneaking? Na, minus 1, ja genau, minus 1 Survival plus 1 Sneaking. Ich kann nicht mehr edgen, das wollte ich nur mal angesagt haben, ne? Deswegen, ja, deswegen gibt es dann ja einen Würfel mehr, was? Ich kann noch edgen, ja, aber nicht mehr viel. Und dafür auch nicht. Und dafür auch nicht, genau. Easy, dann go. Achso, nein, nicht go. Hat noch jemand irgendwelche coolen Anmerkungen, die ihr auf dem ja? Weg bis zu dem Ding erstmal machen wollt? Ich habe noch coole Anmerkung. Ich möchte noch etwas erfragen. Go. Genau, wir wollen noch was erfragen, stimmt. Genau. Und zwar habe ich Attacke kleiner Gruppen und zwar relativ gut. Mhm. Das heißt, ich werde versuchen, meine beiden Kameradinnen zu koordinieren, wie sie zu laufen haben und so weiter und so fort. Und halt, ne, das Bewegungsmuster und so weiter zu machen. Gibt das irgendwelche Boni? Also, ich weiß ja auch, wie der Gegner sich verhalten wird, wenn er uns sucht. Dementsprechend kann ich das ja kontern. Das ist eine gar ausgezeichnete Idee, da du nicht weißt, wo der Gegner gerade genau ist. Ist es natürlich schwieriger für dich, bla bla. Aber mach mal Logik und deine Taktik deiner Gruppen. Müssten 8 sein. Bam, bei ja. Erfolge. Ihr bekommt plus 2 auf Stealth. Oh. Aber ich bräuchte dann nochmal eine Beschreibung, was zum Beispiel, wie das genau
Ich weiß. Also was du da genauso, was du da so, wie du die koordinierst und so weiter. Übrigens, ein Teil der Geschichte mit Stealth wird auch sein, den Hund zu beruhigen. Denn Wüff, ne? Der ist Maulkorb. Zwar gedruckt, aber das ist gerade. Der kann immer noch bellen, wenn er einen Maulkorb hat. Das ist schon ein bisschen, ne? Doch, so kann er. Knurren können. Aber er kann immer noch rumspringen und so. Ihr habt ihn an der Leine, ja. Ich weiß, aber er kann immer noch Krawall machen, sag ich mal. Ich hab doch gesagt, Fürgehalsband, verdammte Scheiße. Hätten sie auf dich gehört, die hässlichen Schweine. Immer ich. Nichts gegen Schweine. So, doch, also, erzähl mal, Kavan. Ja. und zwar, das ist eine gute Frage. Ich vermeide zum Beispiel, bestimmtes Terrain zu betreten, dann immer hintereinander zu laufen im Gendemarsch und immer nur eine Spur verbreitet, die dann der Letzte dann verwischen kann, zum Beispiel. Auf den Zehenspitzen laufen, damit man keine Abdrücke von unseren Dings hinterlassen. Ich drück dem ersten, also die erste Person, die vorne wegläuft, kriegt einen langen Stock in die Hand gedrückt, wenn es darum geht, sich Wasserstellen und so weiter zu nähern. Oder es ist eh alles gefroren. Stimmt. Sie hat wahr. Wahrscheinlich bis zum Grund, es friert seit 3 Monaten durch. 4 Monaten, 5 Monaten. Da Flummi angeschlagen ist und Düse halt relativ schmächtig aussieht, verteile ich halt das Gepäck, was wir haben, aneinander ein wenig, dass wir halt den Kräften, also mehr oder weniger bin ich halt das Lastenschwein momentan. Ich glaube, ich habe mehr Stärke als Flummi, ich weiß es nicht genau, aber Stärke 2 ja. Immer noch. Ja, aber musst du dich darauf konzentrieren, den Weg zu finden, weil du machst ja unseren Spuren... Sneaking. Genau, Sneaking-Experten. Und wir laufen einfach nur in deinen Fußstapfen weiter. Deswegen hat zum Beispiel Jojo den Hund. Ich trage das meiste an Gepäck, sodass du dich halt wirklich auf das konzentrieren kannst, was du Moment. Tust. Moment, ne? Billy ist der Stealth-Leader und du hast Taktik kleiner Gruppen. Dann reduzieren wir mal auf plus 1 statt plus 2, weil das sich ein bisschen widersprechend tut. Weißt du, was ich meine? Habe ich einen Pool von 9, ist trotzdem noch gut, oder? Ist trotzdem noch gut. Plus das, was die anderen beiden dir bescheren. Also Flummi ist kritischer Patzer. Fuck you. Also die würfeln Stealth und ich würfel dann mit deren Boni Stealth. So verstehe ich das jetzt. Genau. Hat noch jemand was anderes? Ich bin noch bereit für Stuff. Ja, ich Billy schminkt uns und macht uns Äste an die Kleidung. Minus 4. Ernsthaft? Nee, ich habe noch was. Und zwar bezieht sich das auf das Survival. Da bin ich mir nur nicht ganz sicher, wie das wirkt. Es gibt einen Manipulationszauber, der nennt sich Temperatur ändern. Pro Erfolg kann ich damit die Temperatur um 5 Grad Celsius verändern, sprich auch erhöhen für uns. Die Frage ist jetzt, kann ich das... 5 Grad Celsius pro Erfolg? Ja. Awesome. Das steht hier zumindest. Die Frage ist, kann ich das... Bewegt sich das mit uns? Kann ich das nur für mich? Direkt, kann ich das nur das für die anderen? Ja, wenn, ist es ja oder kann Umgebung. Ich das nur in das diesem ist, Loch? Das ist ein Flächenzauber auf jeden Fall. Das heißt, du erwärmst eine Fläche. Warte mal ganz kurz, bitte. Ich muss erstmal Jens fixieren. Aha, Penis, ich verstehe. Großer. Großer Penis, jetzt ergibt das Sinn. So, der Zauber heißt Change Temperature oder sowas. Das ist ein Manipulationszauber auf jeden Fall. Mhm. Oh. Und dieser Vogel. währenddessen möchte ich auch noch ansagen, dass Düse mir per Kamera immer zeigt. Billy! Entschuldigung. Billy mir immer per Kamera zeigt, wo sie mehr oder weniger hintritt, damit ich sie auch ein bisschen koordinieren kann, weil wegen. Achtung, da nicht, da singst du wahrscheinlich ein oder wie auch immer. Oder, ne, pass auf, giftige Pflanze oder, ne, sowas. So Tipps geben kann. Vorsicht, freilaufender Moloch. das wäre, ja, das können wir auch noch machen. Bring den doch nicht auf Ideen. Frag so, was? Nach Sonnenschein. Easy. Du kannst es mitbewegen, allerdings ist dir klar, dass wenn du die Temperatur erhöhst, dass es auffällt. Ja, Heat Signature. Das braucht man nachher, wenn man eben irgendwo im...
auch dann, ne, ist es halt, ist es auffällig. Ja, das stimmt. Also sagen wir mal so, ich behalte das im Hinterkopf. Ja, wenn es kritisch wird, kannst du das immer noch einsetzen, um dem Survival noch ein bisschen was in die Hände zu spielen. Genau, darum geht's. Ich wollte das nur schon mal ansagen, damit wir mal drüber gesprochen haben. Finde ich auch gut. Mir ist das nämlich beim Durchgucken meiner Liste, die ich ja immer mal wieder durchschauen muss, weil ich das alles nicht. Hast du eigentlich Heilungszauber? Heilungszauber, echt nicht gut. Ich glaube auf 2. Du hast uns mal den schlechten Atem weggemacht nach dem Saufen. Ja. Aber Fluff, da ist er immer, bin ich freizügig. Nee, sonst hätte ich gedacht, wäre Heilungsmagie auch noch irgend sowas, sowas wie Attributerhöhende Möglichkeit, aber nee, passt nicht. Das sollte ich besser lassen. Gerade. Okay, also plus 2 auf Stealth, minus 1 auf Survival. Sind wir jetzt angekommen. Für alle. Ja. Ja. Okay, dann würfelt ihr zuerst für Stealth jetzt. Genau. Damit wir schon mal wissen, ob wir gut durchkommen. Und dann würfel ich mit euren Erfolgen meinen Stealth. Mhm. Gut, cool, dann habe ich's verstanden. Gut, wie viel habe ich Bonus gekriegt? 2. 2. Dann habe ich. Wir kriegen jetzt alle plus 2 auf Stealth. Ganz recht. Okay. Wow. Da hat er sich aber ans Zeug erlegt. Uiuiui, einer muss bei Kabern. So, Moment. Schleichen plus Geschick war das, ne? Ganz recht. Ja, genau. Yeah. Schleichen plus Geschick sind 7 minus 1 plus 2, also plus 1 sind 8 Würfel. Hatte ich auch. Ich habe einen Erfolg. Ja, ich habe 3 Erfolge. So. Ich bin einfach damit viel zu beschäftigt, Düse zu sagen, so Achtung, Billy. Du kannst einfach nicht, Junge. Du kannst, das Problem beim Stealth ist einfach, wenn du so ein Wildschwein durch den Wald trampelt, ne? Das will immer seine Schnauze überall reinstecken. Wie der das mit dem Jagen macht, der macht gar keine Fallen, was er immer erzählt. Der rennt einfach hinter den Viechern her und macht die kaputt. Wahrscheinlich. Billy hält Kaban ihren Arsch hin und sagt, guck mal, Trüffel. Also, ich habe Sneaking 3, Geschicklichkeit 4 sind 7, plus 2 sind 9, plus die 4 Erfolge sind 13. Awesome, das ist keine gute Zahl. Das ist keine gute Zahl mit 7 Erfolgen. Es gilt kein Limit. Ja, gut, 7 Erfolge. Das ist sehr schön. Du rockst uns. Wollt ihr erst uns meine Probe jetzt sehen oder wollt ihr erst Survival werfen? Nee, wir wollen erst deine Probe sehen. Danke. Wehe, Alter, Spielleiter, wehe. Ja, die haben ja schon Technik, die können sich ja auch abstimmen, die sind ja auch koordiniert. Ich finde, ich kann durchaus sowas hier machen. 33, weißt du? Oh, das sind wir aber. Ich finde das, ich habe heute mal auch recht gewürfelt. SR11 gewürfelt mit 2 Erfolgen, sind wir mit 5 Erfolgen vorneweg. Ich glaube, wir schleichen durch wie die Geister. Ja. Okay, bevor ich jetzt die Beschreibung mache, macht mal ein Survival-Shit. Wir sind einfach erfroren, pass auf, wir erfrieren. Ja, wir finden uns 4 Tage später nicht, weil wir einfach irgendwo eingefroren sind. Nee, weißt du, die Dudes kommen dann 4 Tage später, finden eure Leichen und werden erstmal alle degradiert, weil sie so lange gebraucht haben. Ja, so ungefähr. Oh, ah, Meister, ich muss dich was fragen. Wenn du mich immer Meister nennst, ne? Gilt Toughness. Meister, ich ejakuliere. Nein. Gerade bei so Kälte gilt Toughness, schade. Nein. Ich musste nochmal fragen. Ich finde das schön, dass du es versuchst. Ja, ich fand das wichtig, so. Wir haben uns eh schon minus 1 gegeben, ne? Okay, das heißt, ich habe jetzt 3 Würfel, das ist nicht viel. Wieso? Ich dachte, du hast Survival. Ich habe Survival, aber ich habe 1 auf Survival und 4 auf Willenskraft und ich habe einen Schaden, den ich abziehen muss. Ich dachte, du hast Survival höher, okay. Ich hatte es mal höher, aber das hat Juri wieder verlernt, weil sie es nicht mehr brauchte. Ich hätte jetzt auch gern mit euch noch ein kleines Fechterchen ausgetragen, aber ich glaube, dann wird er einfach alle tot. Ich habe einen Erfolg. Easy. So, ich hab keinen Survival, das geht also bloß auf Willenskraft minus 1 und dann Willenskraft minus 2. Du hast 2 Würfel. Ich hab einen Würfel. So, ja, hast du 3 Willenskraft? 4. Ah ja, okay. Minus 2, also das ist ein SR2. Genau. Ja. Ey, zählt hier ein kritischer Patzer jetzt? 0 Erfolge. Sorry. Einfach 0 Erfolge, okay. Kein Erfolg, ist jedenfalls kein kritischer Patzer. Okay, das passt aber auch zu Billy. 6, 7 habe ich jetzt. Juppie. Chaka, du rockst es. Lass uns survivalen. Komm schon. I will survive. Und drück die Daumen. First I was afraid, I was petrified. 2 Erfolge. Immerhin 2 Erfolge. Ja, wahrscheinlich. Ihr seid richtig gefickt. Ich meine natürlich cool. Immerhin 2 Erfolge? Jetzt habe ich nicht mal den scheiß Schaden nachgeguckt. Easy. Ah ja, da ist er ja, alles klar.
Juti, also es verhält sich folgendermaßen. Ihr fahrt so weit, wie es geht mit dem Bumsbulli. Ihr seid dann ein wenig damit beschäftigt, ihn zu verstecken. Beziehungsweise, da Julia schon angeschlagen ist, wird sie sich darum kümmern, den Hund stillzuhalten und ihn zu beruhigen. Zum Glück hast du dich ein bisschen mit ihm beschäftigt, sodass der, ne, der versucht klarzukommen. Eigentlich mögen wir uns. Es ist halt bloß, die Situation ist gerade einfach total schwierig und deswegen habe ich dann doch mal bei Facebook geschrieben, kompliziert. Ja, nee. Ficken. Nee, ich würde das jetzt gerne ausdiskutieren. So. Ihr macht euch dann auf den Weg zu diesem Ding. Ihr wählt den Weg, der von Nikki und Awesomeness. Dieser Weg führt auch durch übergefrorene Geräte, was mit den Schuhen einfach, also mit Geräte meine ich natürlich ehemalige, so Moorgewässer, was mit den Schuhen auch immer wieder dazu führt, dass ihr stürzt. Billy ist zwar cat-like, allerdings auch sie kann ich immer verhindern, dass es da mal scheppert. Dann immer durch auch dichteres Gehölz, was auch sperrig und knochig und gemein ist. So in der Art ist da, es ist außerdem kalt, vor allen Dingen für die Bitches an die Füße. Ihr seht einmal aus der Ferne so einen Trupp, der da gar nicht so weit, vielleicht 100 Meter von euch entlang marschiert, das sind 4 Leute. Die machen das auch gut und die sind auch ausgerüstet wie Sau, aber ihr seid halt einfach Selfie und Awesome und sie finden euch nicht. Ihr kommt dann irgendwann zu diesem Schmuggler-Versteck. Das ist schon ganz schön eingerostet. Es ist noch mal ein bisschen laut, als er diese Klappe öffnet. Kommt dann aber rein. Was Jojo nicht so in Erinnerung hatte, war das, der Platz, ne? Jojo freut sich gerade, dass sie klein ist, meinst du? Für sich selber ist das natürlich, also ihr kommt alles größer vor, als es wirklich ist, weil sie einfach so klein ist. Also ich sag's mal so, du kannst stehen. Gut. Die anderen beiden können so stehen, dass sie mit gebeugtem Rücken darin hocken. Nicht? Ab und einer, also Billy oder Kavan, die können sich mal so halb hinhocken, damit es für den Rücken ein bisschen angenehmer wird, bis es dann mit den Knien wehtut. Dann setzen die sich halt einfach hin. Hast du ein Baby? Vielleicht hat er ja ein Kasper-Hauser-Syndrom im rechten Leben. Man kann sich auch hinlegen. Dafür ist kein Platz, Leute. Es ist so Platz, dass ihr alle quasi so ähnlich wie stehen könnt. Stapeln! Die haben doch wenigstens wahrscheinlich genug Platz, um sich wenigstens hinzuknien oder hinzuhocken und die Beine anzuziehen. Einer von beiden. Jeweils. Aber ich mag dich ganz dolle, weißt du das? Darf ich mich auf dich legen? Dann setz dich. Klar. Danke! Na Juti, es ist zumindest richtig scheiße eng. Ja, das hält auf jeden Fall warm. Übrigens, Kavan, gerade als du gesagt hast, Billy, du kannst dich auf mich legen und dich versuchst da irgendwie hinzupacken, so ein rostiger Nagel nochmal schön durch den Ellenbogen, dann Blut und Näder. Wie ist eine Gutmütigkeit von dem lieben Kavan einer, hier. Weißt du, ich habe das auch bei Jojo gemacht und es hat gefruchtet. Ne? So. Nicht mehr lieb sein zu Billy, meinst du? Nee, immer böse sein, wenn Jojo was Gutes macht und dann so. Nee, also, das verbinde ich mir natürlich, ne? Wieder. Und dann kann sie sich wieder an mich kuscheln, weil das hält mich ja auch warm. Das ist ja. Ja. Ist ja völlig in Ordnung. Außerdem ist das ein bisschen platzsparender. Nee, Medikamente habe ich auch nicht dabei, scheiße. Jojo, kannst du das desinfizieren? Irgendwie? Wie denn? Draufpinkeln. Keine Ahnung, Heilzauber? Ja. Weil rostiger Nagel ist nicht so gut. Mhm. Moment. Kriegt erstmal alle 4G. Oh, shit. Das heißt, es macht es bemerkbar, ihr seid jetzt ein paar Minuten da drin und gerade als du so zaubern willst, merkst du, das war doch anstrengend. Moment, Abbruch, das ist aber schon scheiße jetzt. Minus 2. Jetzt kannst du nochmal überlegen, ob du zaubern willst. Kavan, bist du dir sicher, dass du das willst? Kommt drauf an, wie gut es dir geht. Wenn du sagst, ist nicht, dann ist nicht. Wenn du sagst, ist nicht, dann ist nicht. Dann muss ich morgen zum Street Talk. Um deiner selbst willen lassen wir das besser. Okay. Du ist Jojo.
wolltest schon immer das Krabbententakel wachsen. Nein. Ist. Das Problem ist, dass ich dann hinterher wahrscheinlich noch mehr Probleme bekomme. Das ist absolut ja, richtig. Vielleicht mit einem. Könnt ihr mal aufhören zu flüstern? Du! Wie lange wollt ihr denn eigentlich so da jetzt noch warten? Ich meine, wer weiß, wann diese Suche abbrechen? Ihr seid erstmal gut geschützt, aber wer weiß, wie das so ist. Billy, übrigens, das mit der Matrix ist auch gerade nicht mehr so einfach. So, das ist echt, das ist nicht schön. Wie lange habt ihr denn gedacht, wollt ihr da noch hocken? Eine Weile müssen wir da schon dran bleiben. Was sagt denn so meine Taktik? Meine Erfahrung, wie lange solche Suchen denn dauern? Es kommt ein bisschen drauf an, wie wichtig das ist, ne? Schon wichtig, ne? Wenn es wichtig ist, dann kann es sogar sein, dass sie sich halt so positionieren, dass es erstmal, dass sie aus einem gewissen Gebiet, wo sie denken, dass ihr euch circa aufhaltet, nicht rauskommen und dann mehr Leute anfordern. Und sowas kann sich halt ziehen, bis da Verstärkung angekommen ist, wenn es die gibt. Wenn das nicht so wichtig ist, eine Nacht werden sie vermutlich schon machen. Naja, dann würde ich sagen, schon, dass wir vermutlich die ganze Nacht hier bleiben. Naja, was heißt schon wichtig? Also es ist schon... Wir haben einen fucking kompletten Trupp von denen ausgenebelt. Wahrscheinlich ist der eine, den ich gefickt habe, richtig gefickt, ne? Das ist euch hoffentlich klar, ne? Du hast den Was weiß ich, was da passiert das ist. Es kann gut sein, dass ich den geknickt habe, ja. Okay. Na dann herzlichen Glückwunsch. Danke, das ist der zweite auf meiner Liste. Du solltest dir eine Kerbe irgendwo reinmachen. Billy geht mal kurz vor den Schuppen ganz leise und bricht ganz leise in ihr Bier. Nein, ich liebe dich. Also das realisiert sie nämlich jetzt gerade. Das finde ich gerade übelst schön, wie es da geht im Wald so, ein Füchslein steht da, ein Schneefuchs, geht so eine Metallklappe, die mit Moos überwachsen ist, auf, guckt einen Kopf raus, kurz dahin, macht wieder. Ein elfischer Kopf. Ja, natürlich. Gräbst du die bitte ein? Ja, klar. Das ist gefroren. Gräbst du, geht nicht, kannst vergessen. Ja. Aber Billy ist ja super stealthy. Hunde schlabbern gern Kotze. Behauptet das Gegenteil? Ich weiß nichts von Hunden, aber das weiß ich. Ich stimme dir dazu, die Idee ist gut. Ja, wir lassen kurz geil. Den Hund, der hat bestimmt Hunger. Gerade auf Fressfleisch ist so, ne? Aber jetzt hat er voll Mundgeruch, der Hund. Richtig. Lass dich halt nicht ablecken. Kommt dann mit dem Hund wieder rein, der Hund hat Mundkuli und will gerne irgendjemand übers Gesicht schlauen. Nee. Easy. Gut, dass der Hund Jojo so gerne hat. Entschuldigt bitte, fahrt fort. Was? Ja, wir bleiben da jetzt mal definitiv eine Nacht. Müssen wir wohl oder übel. Und morgen gucken wir mal, wie es mit den Nachrichten aussieht. Ach so, du meinst hier, wo wir keinen Empfang haben? Ja, so ein bisschen Empfang werde ich ja wohl haben, Geesselter, oder? Ganz so, dass ich wenigstens Nachrichten hören kann. Würfel mal bitte. Doppelte Resonanz minus Schaden. Doppelte Resonanz minus Schaden, meinst du? Gegen 3, ja. 8, also dann 5. Gegen 3, Alter! Wow. Wieso 5? Wie viel Schaden hast denn du? Ja, ich hab 5 Schaden eben eingebrezelt gekriegt, hat er gesagt, ne? 4! Minus 4G! Oh, ja, also minus 2 trotzdem. Ja, ich 4G, hab, also hast ja. Du 6 ich hab einen Weak... Was? Nee, 6 ich Würfel hab einen Weak Body, hallo! Ja, du hast 4 Schaden bekommen, ne? 4 Schaden, ja. Genau, also hast du minus 2. Ja, richtig. Genau, also hast du 6 Würfel. Ja, 6 Würfel, stimmt. Genau. Stimmt, hab ich schon gesagt. Ja, man nur das spreche ich noch nicht. Ah, das mit den Nachrichten, Dude. Also, gerade sieht's echt schwierig aus. Ja, nix mit Nachrichten dann, ne? Also für euch, für die anderen. Euer Comlink ist ja sowieso aus, aber wäre noch viel weniger in der Lage, irgendwas zu richten. Das ist schon klar. Beauty. Ah, fucking. Vielleicht, wenn man auf einen Baum klettert. Yay. Wäre aber der Stealth-Sache jetzt nicht zuträglich. Das stimmt. Wie lange halten wir es denn aus? Sagen wir es mal so. Kaban, du kennst dich doch bestimmt aus, wie lange man sowas aushalten kann. Na, die Frage ist, also, das Jojo das kann wird auf jeden Fall nicht gesund. Okay. Nach der Nacht wird es ziemlich unangenehm für euch. Temperaturmäßig oder haltungsmäßig? Sowohl als auch. Na, das Temperatur mit der Temperatur, da kann ich was machen, vielleicht. Wenn die mit Wärmesensoren rumgehen, dann sind wir gefickt, Mädel. Und die werden mit Wärmesensoren suchen in Evoland. Ja, das Problem ist, das Erdloch wärmt sich sowieso auch dadurch die Stahlplatte und dann sehen die uns eh, wenn die mit Wärmesensoren hier durchgehen. Dann sollten wir vielleicht probieren, was über diese Stahlplatte drüber zu packen. Eis. Erde. Isoliert.
Ich mach da nochmal eine Eisdecke drüber. Ich überleg gerade ernsthaft. Ne? Kannst du nicht, musst ja sehen. Okay, stimmt, muss ich sehen, du hast recht. Weil bei den Temperaturen würde die auch nicht schmilzen. Ja, mit Temperatur von unten. Also, wenn du es vernünftig warm haben willst hier drin, dann brauchst du mindestens 37 Grad. Wie ist denn das mit den Decken? Wir haben ja Decken. Ja. So, können wir die irgendwie so oben an der Decke befestigen, dass die einfach quasi diese Metallplatte abisolieren? Weil alles, was unter der Erde ist, erwärmt sich ja nicht so krass, glaube ich. Und es geht, möglich, ist und es geht mir auch... Lösung. Bitte? Ja, es ist sicherlich nicht die ideale Lösung, aber mir fällt auch keine bessere ein. Es erwärmt sich ohnehin hier drin so, und es geht mir auch nicht darum, dass ich hier unten 37 Grad plus haben will, es geht mir nur da unten, dass ich hier, darum, dass ich hier unten keine minus 20 Grad habe. Und ich weiß halt auch nicht, wie sensibel diese blöden Wärmesensoren sind. Weißt du, ob die jetzt Unterschiede zwischen 0 Grad und minus 20 Grad erkennen oder ob die irgendwann bei Plusgraden einfach mal anfangen zu detektieren? In Russland wahrscheinlich eher nicht. Die erkennen schon auch im Minusbereich Sachen, aber 5 Grad ist nicht, also ne, so. Und viel mehr wirst du eh nicht schaffen, weil es ein Erfolg ist. Nee, viel mehr werde ich vermutlich. Viel mehr werde ich vermutlich nicht schaffen, aber es geht mir darum, dass es immerhin 5 Grad mehr sind, weißt du, das kann echt viel ausmachen. Ich verstehe das sehr wohl. Dann werde ich das nämlich jetzt probieren. Wenn, also, es sei denn, Force es gibt große Gegenstimmen. Ich würde auf jeden Fall dafür stimmen, aber ich wäre ungern dafür, die Decken vom Körper zu lassen, weil das wird uns umbringen. Ja. Okay, dann ja, Force 1. Go. Gut. So, ich habe jetzt 2 Schaden, naja. Go, go, go. Edge das. Wenn du noch Edge hast, dann solltest du es vielleicht edgen. Wieso, um einen Erfolg zu schaffen? Dann gibt es auch keine Limit. Ich habe einen Erfolg. Das langt doch dann. Ich will eh nur Force 1 haben, weil sonst wird es zu warm. Und sonst wird dein Entzug auch unangenehm. Du darfst noch gegen 2 Entzug, darfst du noch. Das muss, also komm. Heute ist er fertig. Ja, ich habe meine Probe erfolgreich abgelegt. Oder kriege ich, nee, bei Entzug kriege ich ja keine Abzüge. Nee, kriegst du nicht. Nee, kriegst du nicht. Genau. Okay. Es wird ein kleines bisschen wärmer. Dankeschön. Ah, oh, so, oh, gleich viel besser. Ah, oh, minus 13 Grad, da kann ich. Ah, oh, sehr gut. Nee. Solange uns nicht hilft. So kalt wird, dass wir wieder anfangen, uns auszuziehen, geht's. Es hilft schon. Jojo ist natürlich unglaublich geil, dass du dich jetzt noch darauf konzentrieren kannst, plus der ganzen Paranoia und den Schmerzen, diesen Zauber aufrechtzuerhalten. Aber das übt! Du musst ja auch mal ein bisschen weiterkommen. Und nee. Also die Nacht habt ihr erstmal gesagt. Mhm. Da ihr jetzt noch ein bisschen Wärme habt, bin ich ja ein netter Mensch. Am Ende dieser Nacht erhaltet ihr nochmal 3G. Jojo verabschiedet sich. Was? Bin ich nein. Auch. Du hast jetzt 10G, soweit ich weiß. Was? Wieso denn nicht? Moment. Nee, wir hatten... Ah ja, stimmt. Scheiße, du hast recht. Mhm. Also, Kaban wird das daran auffallen, dass du plötzlich wieder todeskalt. Es ja, ist einfach nur wieder 5 Grad kälter. Naja, todeskalterer. Ja, wie geht's denn dem Hund, ne? Dass der uns abnibbelt, ne? Ich glaube, dem der ist Hund... auch am wärmsten von uns. Ja. Dem Hund geht's nicht hundertprozentig gut, aber der wird die Sache überleben. Und selbst wenn... Scheiß auf den Hund, Dude. Bin ich versuch... jetzt auch raus? Nee, ne? Ich hab 7 Schaden jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe. So, naja, dann hast du ja noch easy. Sobald ich merke, dass Jojo bewusstlos wird... versuche ich so kleine Kniffe, damit sie wieder wach wird. Also sprich, ich kneife ihr in die Nasenwand und so weiter und so fort, sodass sie halt wieder versucht, zu Bewusstsein zu kommen. Nope. Scheiße. Erste Hilfe, Chef. Aufwärmen. Wisst ihr, was er nicht gesagt hat, was er mitnimmt? What? Das Decken doch. Erste Hilfe geht. Ja. Das bringt eh nichts, wenn es kalt ist, Meister. Ja, aber es ist auch Erschöpfung. Es ist ja, mehr okay. Erschöpfung als Kälte, weil sonst hätte ich gesagt, ja, Jojo fängt an, sich auszuziehen, weißt du wie? Weil ihr gerade todeswarm ist. Voll. Das stimmt, da fängt ja der K-Schaden an, ne? Du hast recht. Nee, also es ist bei ihr noch eher die Erschöpfung als die Auskühlung, wobei die bei euch allen natürlich schon, ne? Sagen wir mal, es kommt zusammen und alle sind am Zittern und am Schlottern. Und sie ist halt die Erste, die jetzt aussteigt, weil sie keinen Bock mehr hat auf den Spielleiter. Aber sie zittert nicht mehr. Ja. Ja, das ist das Problem. Jetzt stimmt, das ist echt das Problem. Jetzt kühlst du nämlich extrem schnell aus. Okay, wir müssen uns beeilen. Entweder müssen wir hier jetzt raus, wir müssen das Ganze abbrechen, dass wir sie ins Auto schaffen, da wo es warm ist. Ansonsten. Oder kannst du noch irgendwie
Was warm machen? Ich glaube nicht, oder? Was? Mich? Fragst du mich? Ja. Ich warm machen? Wie denn? Ja, keine Ahnung. Wir bringen den Hund dazu, auf sie drauf zu legen. Also. Ja, wir können sie jetzt höchstens wirklich direkt. Jojo kommt erstmal an meine Brust. Junge, genau, mach mal dein Hemd hoch und steck sie da rein. Körperwärme. Ja, es klingt jetzt vielleicht scheiße, aber ja, nein, das ist das Einzige, super, was hilft. Also sie kommt erstmal jetzt wirklich direkt an meine Brust. Also sie, wir waren ja sowieso vorher schon sehr nah aneinander. Alles, und an und, meine, ey. Kommt sie auf jeden Fall erstmal in die Mitte, damit sie ihn halt nicht direkt auskühlt. Und jetzt ist die Frage, wollen wir abrechnen zum Auto und hoffen, dass wir nicht erwischt werden, oder müssen wir es riskieren? Wie lange ist jemand jetzt untergetaucht? Gib mir mal eine Zeit. Was ist denn bei euch die Nacht? Bis zu welcher Uhrzeit? Ja, morgen Sonnenaufgang war um 5 Uhr, glaube ich, in Russland, haben wir gesagt. Nicht so früh, das ist mitten im Winter. So 8 oder so. Könnt das ja mal kurz nachgucken. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Moskau. Im Februar. Google das. Das letzte Mal hast du schon gesagt 5 Uhr oder so irgendwas, wenn ich mich recht entsinne. Nee, wir hätten ganz komische. So. Billy macht mal Gymnastik zum Aufwärmen. Geil. Bisschen Pilates, Fire Breath und so. So. Oh. Ah, wieso kann man das denn jetzt hier nicht einstellen? Das brauchst du mich jetzt nicht da, zu ver- warte. Ist doch jetzt egal, oder? Jetzt mal ohne Witz. Sonnenaufgang am Dezember war denn um 9.35 Uhr. Warte, ich hab's jetzt. Sonnenaufgang im Februar, zumindest 2031. Weiter vor kann ich nicht. Am wievielten sind wir denn? Ist eigentlich egal, ne? 20. haben wir gesagt, 25. Gut, Sonnenaufgang 5.39 Uhr, Sonnenuntergang 15.46 Uhr. Was hab ich gesagt? Wir sind schon im April, ne? Nein. Nicht in Time. In Time sind wir im Februar, mein Bruder. Mann. Okay, also wenn jetzt zum Sonnenaufgang um 5 Uhr... Also da habe ich andere Zeiten. Was? Ich bin verwirrt. Sonnenaufgang Moskau? Sonnenaufgang und Untergang Moskau, Februar... Fuck you, ihr wart 2015, 2 Uhr da. Wie lange wollt ihr denn? Wäre es um 7.48 Uhr am 17. Februar. Egal. 2 Uhr wart ihr da in dem Teil. Wie lange wollt ihr denn? Ja. Na, mal mindestens 12 Stunden müssen wir da schon verharren, oder? Ja, so war der Plan. Das ist aber deutlich länger als eine Nacht, ne? Eine Nacht wäre von mir bis um 9 gegangen. Das heißt, wenn ihr noch 5 Stunden, dann würdet ihr vielleicht noch mal kurz ein bisschen kassieren. Also, wollen wir noch ein bisschen warten? Also es ist jetzt 9 Uhr, dann, ich weiß nicht, also es ist sehr gefährlich für sie. Kurze Zwischenfrage, wie viel G haben alle außer Jojo noch frei? Zu wenig. Ich gucken. Billy müsste noch 3 frei haben. Ich habe 7G kassiert und ich habe maximal 10G, wenn ich kassieren kann. Und Carbon hat auch 10G, ne? So. Das heißt, 8 plus wenn jetzt 3 noch, geteilt durch 2, nee, ich wenn ihr jetzt noch 5 Stunden wartet, würde ich euch nochmal 3G reinhauen. Das bedeutet, dass ihr alle sterbt, weil ihr bewusst werdet. Ja, wir müssen gehen. Wir zumindest, müssen los. Also länger als eine Stunde könnt ihr bis auf jeden Fall nicht mehr bleiben. Bei 10, da wird es vermutlich nochmal 1G geben oder sowas und dann ist gut. Wir müssen noch zurück mit dir. Naja, ich weiß, es wird auch nicht schön. Stimmt, da gibt es ja auch nochmal Freude. Scheiße. Kaba, fällst du es immer noch für eine gute Idee, dass du das Ed für diesen Kuchen aufgewandt hast? Ja. Ich finde es schön, dass du dabei bleibst, aber ich glaube dir inzwischen nicht mehr. Nein, ganz einfach. Es kann nicht sein, dass ich diesen ersten Wurf völlig vergeigt habe. Jetzt freust du, jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Nicht immer, okay. Aber manchmal. Du hast tausendmal mehr Edge. 10 Uhr wollte ich ja aufbrechen, ja? Jetzt weißt du auch warum. Ja, wir müssen, Spielleiter. Wir müssen. Keine. Ich möchte gerne lebend aus diesem Run rauskommen. Und wir kriegen für den Weg nochmal was reingedrückt wahrscheinlich. Deswegen muss das bitte. Ja, wir werden jetzt aber definitiv nicht auf Stealth gehen, sondern so, dass wir Jojo lebend ins Auto kriegen. Okay. Wer trägt die? Ich nehme an, das ist der Kaban. Jo. Jutti. Wer nimmt also, den Hund? Ihr seht, ja, ich. Der Hund kann laufen. Der mag das nicht so sehr, von Billy geführt zu werden, aber du hast ihn an der Leine und weißt du, er ist nicht ganz scheiße. Ist schon okay. Der ist ein bisschen verkatert.
Wenn ich ihm jetzt auf Französisch zuspreche, dann beißt er mich wahrscheinlich, ne? Ja. Wenn du ihm... Probier das doch mal aus. Nee, 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 dann kriegen nee, wir nee. Alle noch Schaden rein. Mach ich möchte, wenn du so gesprochen hast. Nee! Düst, vertrau mir. Nein, auf Französisch. Vertrau mir. Ja, klar! Der Hund sagte die ganze Zeit schon wüff. Ja, okay, das dann spreche mich jetzt gut auf Französisch zu. Gut, der Hund mag dich sofort viel mehr. Juhu! So, Scheißköter. Es ist so, das ist Montpassant, weißt du wie? Es ist unheimlich schwierig, Jojo zu tragen. Ihr seht keine Spur mehr von den Typen. Vielleicht sind sie noch da. Vielleicht werden sie euch jeden Moment einfach in den scheiß Rücken schießen. Vermutlich. Weiß man nicht. Passiert aber nicht. Passiert auch nicht, als ihr beim Bumsbully ankommt und Kaban sich gemütlich mit seinen inzwischen 9G und Billy mit ihren 8. Und ich 2K. Und du mit deinen 3K. Autsch. Einfach dort, weißt du, auch mal gemütlich, man muss ja nicht jeden Tag was losmachen, einfach auch mal so hinsetzt. Boah, mach die Heizung an. Ja. Ihr habt Matrix. You! Ich forste die Matrix nach Informationen über Evos Aktion heute Nacht. Ich kuschel mich mit Jojo auf die Rückbank. Lass das nicht ihren Bruder sehen. Damit ich sie halt bloß warm halte. Offensichtlich ist es so, dass ein besonders bösartiger Trupp der 88 Soldiers ein Evo-Fahrzeug, das für die Sicherheit der Menschen in Selenograd, für die Sicherheit der Kommune sorgt, zerstört hat, böswillig. Sie haben sie mit Raketenwerfern angegriffen. Es wird Zeit, dass man Humanes etwas entgegenstellt. Es wird Zeit, diese Pest zu vernichten. Evo will nur das Beste für dich und auch für mich. Und schreiben, kommen, stimmt. Diversität und Scheiße. Ne? Da kommen die verkackten Wichs-Nazis mit Raketenwerfern. Wer gibt denn das denn in die Hand? Ne? Selbstgebaute. Nee, die haben völlig das, recht. Das ist nicht selbstgebaut, das ist nämlich von Humanes groß finanziert, weißt du? Die stecken damit hin und Aztec und Rabutnik, das sind die Schlimmste, das ist die Achse des Bösen. Ich krieg Tourette, das ist Hitler. Wir unterstützen Evo in dieser Ansicht. Finde ich auch in Ordnung von euch, ich meine, ihr habt sie ja auch. Nee, und der Dude, der vermisst seinen Hund, also der hat auch Jojo ganz schön zugespammt, weil. Ne? Na? Und er hat auch mal schon bei der Polizei angerufen, weil sein Hund fehlt halt. Und die war da als letztes. Also echt. Tja. Ja, dieses Comlink muss auf jeden Fall ausbleiben. Ja. Das ist vermutlich klar. Das vermutlich klar? Das ist vermutlich klar? Das ist so klar. So, Düse, ja, Billy. Was? Das bin ich, ja. Warum sprichst du mich immer mit Düse an? Weil du so eine Düse bist. Was möchtest du denn? Fahr los. Ich fahr uns heim. Störsender Hund. Ja, ja, klar, mach ich auch. Okay. Billy, du kriegst ein... Ah, nein, verzeih, ich hätte es fast vergessen. Billy! Wer called? Vlad. Oh. Auf mich? Ja. Jojo ist auch nicht zu erreichen. Oh shit. Doch, sie hat doch ihr Zweitcomlink. Du bist außergenebelt. Also wenn du dieses andere Comlink nicht ausgemacht hättest, hätte das Ganze ein bisschen anders verlaufen müssen. Aus dem Störsender. Das ist aus, das kann man aber wieder anmachen, darum geht's. Ja, aber... Du bist nicht da, also niemand macht deinen Comlink. Entschuldigung. Also, Moment, das wird angerufen, Ende. Also Billy, jetzt fange ich auch schon mal an. Wessen? Habe ich schon gesagt. Wer, wie, was, wann, wo? Was? Ja? Wir brauchen genauso welche Klingeltone wie bei Plüschkram. Sag es mal ruhig, ich bin am Telefon. Verdammte. What? Einfach, nein. Wo abholen? Und Status? Scheiße, kalt, mach mal eine Suppe klar. Closest target to you is here on the map. Okay, gut, du bist anscheinend nicht mehr. I'll be back. Mal. Zeig mal was. Gib den Edge zurück. Es hilft dir nichts mehr, aber jetzt kriegst du es. Ist gut. Yeah. Nimm mal dein Comlink und schwenk das mal durch die Leute. Oh Gott, Billy nimmt ihr Comlink und schwenkt es durch die Zeit. Bevor, Moment, ich drück kurz auf Schwarzbild, dann sag ich, Kaba, nimm sie weg von dir. Was, wieso? Okay, dann schwenk ich durch. Ich hab ihm die Chance gegeben. Ich schwenk durch.
Ich habe gerade so die Augen aufgemacht, was, wieso? Und dann schwenkst du mit der Kamera über mich so, danke. Also sie ist noch unter seinem T-Shirt, nehme ich an, ne? Unter? Wahrscheinlich nicht mehr, das ergibt dann nicht viel Sinn. Doch, Sinn? Es ergibt Sinn. Okay. Nein, ist nicht okay. Also, nee, nee, sie ist schon unter derselben Decke wie ich quasi und ganz definitiv an mich gedrückt. Also bloß viel Wärme an die Kleine. Ich habe auch die Fußheizung angemacht. Weil Jojo so klein ist, weißt du. Die Ganzkörper-Schlumpfheizung, meinst du? Gut, dass die da jetzt in diesem im Bundspulli waren Betten, oder? Ja. Aber habt ihr die cool. nicht rausgebaut? Stimmt, die haben wir rausgebaut. Die draußen, Matratzen, ihr habt aber irgendwas bestimmt drin, das ist egal. Ja, ja. Camping-Stuff oder irgendwas. Also. Nee, okay, er sieht das. Er scheint sogar zu bemerken, dass, also, ne, dass ihr alle völlig zerstört seid und das ist offensichtlich nichts, ne? So? Oh, hör auf zu meckern. Er nimmt den. Punkt wahr. 20 Minuten. Ja. Bringst du was zu essen mit für uns, bitte? Ihr seht nicht aus wie Essen, ich bring Doc mit. Oder dort. Dann bringen wir euch in die Stadt, den Hund nehme ich, das Auto ja. bringen wir auch weg. Habt ihr Vitalmonitor? Im Auto, ja. Pack mal jeden dran. Dann gebe ich das schon mal an Doc. Mach ich und schicke ihm dann verschlüsselt die Daten zu. Habt ihr die Sache mit Humanes gehört? Ja, voll krass, ne? Ich wollte mir schon immer mal ein Humanes. Das müssen ziemliche Wichser sein. Echt? Ich glaube ich aber auch. Kanntest du nicht mal so einen Typen, der dann da hingegangen ist? War das? Ich glaube, ja, doch. Okay, ich verstehe. Was willst du von mir? Okay, offensichtlich verstehst du nicht. Sehr schön. Na, du weißt schon. Codewort. Involviert. Weißt du wie? Telefonstreich. Also mit dir kann man einfach keine Sekunde reden. Fahr da hin, stell die Karre ab, ihr werdet abgeholt. Weißt du, wie es mir geht? Da war schon das Piep. Nee, auf seinem Comlink kommt eine Nachricht. Weißt du, wie es mir geht? Ich finde es mal gut, dass du ihn nicht gehackt hast. Das halte ich für sehr vernünftig. Nee, mach ich auch gar keinen Fall. Das war ja jetzt nur eine Nachricht. Nee, sag ich ja. Bewusst. Chefchen! Ja. Das ist so schön. Und zack, Auto gegen die Wand. Schick dir die Möse, Alter. er bekommt gerade die Daten. Ja, weiß ich jetzt. Reg dich ab. Punkt. Weiber. Ja, Chef. Oh gut, Gott, der Doc darf mich nicht untersuchen. Wenn der Doc den pfeift, dass ich ein Kerl bin. Eure Klamotten sind kaputt und kalt und verdreckt und da ein bisschen Kondensatwasser. Ich würde sagen, das könnte ja ein Silber aussehen. Halt, ich muss dringend neue warme Klamotten kriegen, sonst sterbt das. Das wäre so gut. Also gut, ihr kommt an der passenden Stelle an. Entschuldigung. Es handelt sich um eine Autobahnraststätte, die plötzlich, also die ist leer aus irgendeinem Grund. Da hinten im Lagerraum, da stimmt schon der Doc, da sind also drei Betten, da wird er erstmal hingestützt tatsächlich. Darf ich denn wieder wach werden? Halt die Fresse, du hast 3K. Dir geht's scheiße. Tut mir leid, aber ich hab gesagt Glaskennen, oder? Ja. Nee, so, also ihr werdet da rausgestürzt. Jemand fährt die Karre mit Hund weg. Wer genau wie, ich meine, das war jetzt einfach alles so viel, ist vollkommen egal. Kaban und Billy, ihr merkt irgendwie, dass, also bei Kaban, du merkst, dass dir einfach jemand die Kleidung vom Körper schneidet und du erstmal direkt in eine Wanne gesetzt wirst, die langsam erwärmt wird. Langsam. Mhm. Und du noch so ein Powerriegel würdest ihr hin und trinken, ist ja auch nicht schlecht und so ein Scheiß. Wunden werden erstmal nicht desinfiziert, das kommt offenbar danach, da liegt schon alles bereit. Billy, du siehst so aus dem Schleier, was mit Graban gemacht wird und da ist noch eine weitere Wanne. Jojo wird auch so, weißt du, die kommt in dieselbe Wanne, aber die kriegt noch ein kleines Stimpatch, was in wenigen Minuten wirken wird, Jojo. Ein Stimpatch? Moment, Abbruch, Stimpatch wäre gar nicht so gut. Nein, der Doc gibt dir irgendwas anderes, sodass du genug Geh weg hast, damit du gleich wach werden darfst. Das wird in wenigen Minuten passieren. Billy, da ist noch eine Wanne. Die ist quasi für Elfen gemacht.
Also die hat auch einen Holzgriff. Die Frage ist, denkt Billy gerade überhaupt so weit? Das überlasse ich das. Ich bin ein Taucher, ich weiß, was Hypothermie ist. Und ich weiß auch, wie man Hypothermie behandelt. Ich war mir nicht sicher, ich sage einfach, sich langsam erwärmendes Bad. Ja, geh weg, Alter, fass mich nicht an, ich krieg ein Hissy-Fit, wenn da einer anfängt, mir die Klamotten von Leib zu schneiden. Gib mir eine Rettungsdecke, das ist okay. Bist du sicher, dass das reicht? Ja, also klar, absolut. Mir geht's toll. Kümmere dich um Jojo, verdammt. Ich bin okay. Alles okay mit mir. Guck, ich kann schon wieder tanzen. Dong. Hey, Moment. Also, ich werde hier bezahlt, sondern dass ich euch irgendwie alle am Leben halte. Wenn ich will, ist es okay. Ich werde trotzdem bezahlt, aber weiß nicht, ob die Decke so das Beste ist. Ja, hier hast du noch Wasser. Oder? Ja, gib aber mal Wasser. Du hast überall Schmodder und Wunden. Die muss ich schon desinfizieren, das ist dir klar. Ja, klar. Hier Ellenbogen, mach mal. Und Kniescheiben auch, ist okay. Er desinfiziert Wunden, auch welche außerhalb dieser genannten Zonen, aber nicht welche, die getackt sind. Ne? Das ist das Wichtigste. So kann man ja auch mal. Nee, Gesicht ist ja auch und so weiter. Ja, ja. Ja, gut, du bist drum gekommen. Du bemerkst jetzt auch so langsam, wenn alle wieder wach wären, wenigstens war Vlad nicht drin. Du hättest ihn doch noch irgendwie sagen können, die dürfen das nicht erfahren. Aber okay. Nee, das muss auch. Das, nee. Nee, nein, Nö. Ist richtig. Ja, Kara darf das nicht wissen. Ja, klar, das ist nicht. Ja, ist ihr Schwein. So, Jojo ist langsam wach und ich hole mir jetzt noch einen ganz kleinen Pfeffi. Oh Gott. Ich mach mich dann wieder trocken, sobald ich merke, dass ich wieder halbwegs warm bin. Mach mich dann trocken, zieh mich dann wieder vernünftig an. Warum hast du dich nicht. Warum hast du dich nicht? Halt die Fresse, pst. Sag nichts, ich hab meine Gründe, okay? Alles klar, wunderbar, machen wir weiter. Wie geht's der Kleine? Lass mal da nicht weiter. Ja, die wirkt gleich wieder wach, denke ich. Ernsthaft. Was wollte denn der Vlad von mir mit Humanis und Typen und Käse? Ich hab's nicht gerafft, was der von mir wollte. Sind wir schon da? Was? Hältst du mal die Fresse hier? Billy tunkt Jojo unter Wasser. Was? Nee, ich möchte sie nicht aufhalten. Nee, tut sie nicht, hat er gesagt. Easy. Okay. Ich würde mich dann, was er damit meinte, war eigentlich, ob wir daran schuld sind. Natürlich sind wir daran schuld, der Idiot, Alter, was regt denn der überhaupt so blöd? Ja, er kann doch nicht über eine nicht unbedingt sichere Leitung das fragen. Das braucht er doch gar nicht fragen, er sieht uns doch eh in einem Moment und dann kann man das alles noch abklären im Nachhinein. Das war jetzt. Er wollte einfach nur auf den neuesten Stand gebracht werden. Doc, können Sie sich das hier mal angucken? Ich zeige auf meinen Nagel in meinem Rücken. Arm. Der Nagel hängt da nicht drin, der hat dir bloß die Haut aufgerissen. Okay. Aber der desinfiziert dich jetzt auch. Also, und so ich erkläre ihm, dass es halt ein verrosteter Nagel war und hast nicht gesehen und bla bla. Und Tetanus. Tetanus. Nur wenn es nicht blutet. Moment, warte mal. Kaban ist Jäger, der ist auf jeden Fall schon mal Tetanus geimpft. Ja, sicher. Also, Tollwut geimpft. Ja, das auch. Hat aber nicht geholfen. Nee, der desinfiziert auch jetzt eure Wunden und so weiter. Habt ihr was zu essen? Ja, die haben uns was mitbringen sollen. Ich schmeiß sollen. Ihren Brauerriegel zu. Okay. Geschmacksrichtung Aubergine, Waldkraut. Pomelo, verzeihen. Billy geht an Jojos Lederjacke und holt ihre Marshmallows auch raus. Okay. Gell? Jojo isst. Ja. Essen und viel trinken. Jeder Bissen tut trinkt. Weh, aber einer Wieso? Muss. Wieso? Weil du immer noch völlig fertig bist. Das ist richtig. Du hast mich ja recht. Heim. Ja. Nee, von den Falcons meine ich, ob mich da einer heimbringen kann. Da musst du die mal fragen, die sind da draußen. Also, ich frage jetzt einen. Die bleiben da, du könnt euch noch ausruhen, oder ich gehe kurz fragen, mir ist das Wurst. Also. Soll ich mal? Ja, frag mal bitte. Bitte. Mach ich. Für euch. 3, 1, K. Danke. Er geht. Hä? Was? Wir sind nicht zu Hause, sondern auf einer Raststätte. Ach so. Wir müssen hier weg. Also ich will heim. Wir sollten uns auf jeden Fall die nächste Zeit erstmal ein bisschen flach hinlegen, das ist richtig. Aber sicher. Jojo steht aus der Wanne auf. Schwankend. Spießnackig. Was?
Schwanken. Du bist nackig. Oh. Cool. Ich glaube, sie werden euch nicht vollkommen ausgezogen haben. Davon wäre ich ausgegangen. Vermutlich haben sie eine Anweisung von Vlad bekommen. Also ihr tragt noch Unterwäsche. Außer Socken, weil da seid ihr ziemlich zerstört, gerade die Bitches. Dann guckt sie, dass sie sich trocken macht und was überzieht. Hier, neue Klamotten. Hey, Kaban. Sie ist wirklich ein Mädchen. Ernsthaft? Das weiß er doch schon. So? Ja, nach dem letzten Drogenausflug. Ja, nach dem letzten Drogenausflug war man ja nackig bis zu ohne Unterwäsche. Stimmt. Ah ja, und Kaban. Mhm. Du musst dir eins, es ist gerade schwer, du bist völlig fertig, es war alles zu krass. Und man macht dir doch ein bisschen Sorgen, könnte doch was kommen von Evo und so weiter. Mit so einem netten Spielleiter natürlich nicht. Und was aber dir sich schon langsam beginnt ins Gedächtnis einzubrennen, ist dieser wundervolle Moment, diese wundervollen Stunden auf dem Weg, wo die beiden auf dich gehört haben. Einfach so. Und du, weißt du, das war einfach, das wird nicht wieder kommen. Das sage ich nur. Once in a lifetime. Aber hey, ich habe die Gruppe geführt, war gut. Die haben auf mich gehört, super. Wird gespeichert, dieser Tag wird in meinen Kalender eingetragen. Ich gehe übrigens zum Arzt und lass mir noch, haben sie noch irgendwie vorbeugende Medikamente für, gegen Erkältungen und so weiter und so fort? Alter, Kaban, bist du ein Mann oder eine Memme? Also gegen Erkältung? Gegen alles. Ja, was man sich so eingefangen haben kann. Ich kann dir eine Familienpackung Antibiotika mitgeben, wenn du das willst, aber hau dir die halt nur rein, wenn es nötig ist. Und dann nimmst du auch durch, ist klar. Weil, also Erkältung, also, weiß ich nicht zwingend. Ihr seid unterkühlt, ihr habt euch alle irgendwelche Viren eingefangen, ihr werdet krank werden, ja, aber da vorbeugend ist Quatsch. Was soll ich denn geben? Keine Ahnung. Homöopathische Dosen Zitronensaft oder was? Ja, Ascorbinsäure. Ich weiß nicht, ob das sowas schon gibt. Etwas, was mein Immunsystem ein wenig stärkt. Ascorbinsäure. Naja, also ich sag's mal so. Du warst nah dran, Extremitäten langsam, ne? So Zehen und Finger sind so eine Sache gewesen bei euch allen. Das heißt, dein Körper war unheimlich drunter, das heißt, dein Immunsystem war quasi nicht existent. Egal, was ich dir gebe, es wird deinem Immunsystem sicher helfen, noch ein bisschen zu kämpfen. Aber vergiss es, Alter, klar bist du krank. Was denkst du denn? Das ist Schwachsinn. Nimm dir der Familienpackung Antibiotika mit und sobald es dann richtig reinhaut, dann stopfst du das rein. Gut, danke. Jojo, die sich vermutlich mittlerweile einigermaßen angezogen hat. Achso, ihr werdet natürlich alle mitgenommen. Ja, hab ich abgesprochen. Und sich dann irgendwo hingesetzt hat, weil das Stehen irgendwann ja wieder anstrengend wird. Guck Kaban an und meint, am besten gehst du heute nochmal richtig saufen und machst du heute nochmal einen richtig schönen Abend und dann tun dir die nächsten Tage auch nicht so leid. Ich denke nicht. Langweiler. Ich hätte sie in dem Loch lassen sollen. Können wir nicht zu den Falcons alle zusammen gehen und alle zusammen einfach uns vorlaufen lassen, damit wir dann alle zusammen später krank sind? Zur selben Zeit. Wir haben ja schließlich Auftrag abgeschlossen, würde ich sagen, erfolgreich. Das ist ja mal was. Dazu erfolgreich war, aber okay, ja. Auftrag wir leben abgeschlossen. Noch. Ja, das stimmt, das ist ja erfolgreich. Das nenne ich erfolgreich. Hund abgeliefert, wir noch am Leben, mehr oder weniger. Alles noch dran. Kollateralschaden ist gen Minus. Das Auto von Boris, weil ich sehen, was ich machen muss. Aber im Prinzip dann. Ich finde, das klingt nach Saufen. Definitiv. Aber heute bin ich echt zu fertig dafür. Ihr solltet vielleicht erstmal gucken, was euch die nächsten Tage erwartet, bevor ihr euch jetzt wirklich wegzieht. Ja, also, gut, also. Ich meine ja nur. Was erwartet uns denn die nächsten Tage? Aber ich dachte, Schnaps desinfiziert. Euch wird's einfach richtig beschissen gehen. Ja gut, dann ich fand trotzdem, was sie gesagt hat, war richtig. Ich mochte die Einstellung. Ich sag immer nur Weisheiten. Passt. Wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Na los, Mädchen, ab nach Hause. Siehst du, ich hab doch schon mehrfach festgestellt, gestern oder heute, ich weiß es nicht so genau, was ist heute für ein Tag? Der 27.
Nee, der 26. War der nicht gestern? Nee, 26. 25 habe ich mit dem Alten getroffen. Heute ist der nächste Tag, der 26. immer noch. Jupp. Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber das ist nicht so schlimm. Ja, das dachte ich mir. Wir haben eine Nacht in der Wildnis verbracht. Oh, cool, kam mir länger vor. das habe ich mir gedacht. Du bist ja auch fast abgenibbelt. Ach, so ein Quatsch. Achso, und wem hast du eigentlich Videos gemacht gerade im Auto? Bei dem Fight, meinst du? Nein, wo du sagtest, irgendwas von wegen, ich soll die loslassen und dann hast du irgendwie dein Kondom rübergezogen. Vlad hat gesagt, ich soll mal mit der Kamera durch den Wagen leuchten. Damit er weiß, wie es aussieht, wie es uns geht. Warum soll ich da Jojo dann loslassen? Och, ne? Ich weiß nicht. Gibt's da irgendwie Stress mit, wenn ich. Ich hatte dich die ganze Zeit im Arm. Und du hast doch schon mal die Ansage von ihm gekriegt. Ernsthaft? Hat er. Ja. Oh. Beim letzten Mal, nach dem Bahnhof. Da hat uns Vlad doch abgeholt. Ja, dann, sag mal deinem Freund, deinem Bruder, dass ich dir damit nur das Leben retten wollte. Kannst mir auch selber sagen, du Pimmelkopf. Steht denn dann? Jetzt ja. Ah, ich wollte dir nur das Leben retten. Hab ich was gesagt oder was? Letztes Mal bist du an die Decke gegangen. Ich bin ein vernünftiger Mensch. Ich habe dir die Ansage gemacht und ich gehe davon aus, dass ich dran hältst. Alles, guckt euch an, wie ihr aussieht. Eigentlich alles erwartet. So, wer will denn jetzt wohin? Das steht noch nicht ganz fest, was wir jetzt machen. Ich wäre dafür, dass wir nach Hause ins Bett gehen. Jeder ins Seins, so. Ja. Ja. Meintet ihr es für vernünftig, nach Hause zu gehen und nicht erstmal irgendwo ins Safehouse zu gehen? Naja, oder kommt drauf an. Wenn das Safehouse warm ist, dann ja. Schwer, ich brauche eine Ansage. Kümmere ich mich jetzt drum, dass ihr irgendwo hinkommt oder nicht? Oder soll ich mit dir nach Hause? Ja, wäre gut. Ein ordentliches Safehouse. Gott, der Doktor gibt euch den Scheiß, den ihr noch habt. Klamotten liegen da. Zieht euch ja mal. Jetzt echt, zieht euch mal was anderes. Geht ja nicht. Sind wir doch schon alle längst. Habe ich gewusst. sehr schön. Ja. Nee. Dann zieht euch noch mehr an. Ihr zählt euch ja immer noch oder so. Nee, gut, dann machen wir das. Ich komme dann am nächsten Tag da mal rum. Nee, immer gut, wieder gesund sind. Braucht ihr noch irgendwas? Nee. Schnaps, Bitches, Munition. Schnaps? Ja. Das ja, ja gut. Also ich sag einfach mal ja zu allem. Und was zu fressen wäre ganz cool. IoT, machen wir das so. Ich komme dann irgendwann nochmal die Tage rum, da quatschen wir vielleicht nochmal. Über das, was da so war. Nee, aber Hund, was habt ihr mit dem Hund gemacht? Der war verkatert? Er hat einen Hundekeks gekriegt. Diese Schickimicki-Scheißhunde, ne? Ich wusste, dass sie zusammenbrechen, wenn die mal einen Hundekeks von Aztec kriegen, vom Stuff Aztec. Nee, die haben keinen Hundekeks vom Aztec gekriegt. Die haben einen Hundekeks mit extra gekriegt, damit er ein bisschen gechillter ist. Ja, wir haben noch ein paar davon zu Hause, glaube ich, oder? Ich musste noch irgendwo welche haben. Also keine Hundekekse, sondern... Die Kekse sind leider in dem zerstörten Auto, komm schon. Scheiße. Und die werden wohl einfach nicht mitgenommen haben. Richtig. Och man, das waren die wichtigsten. Ich weiß, wie teuer die waren. ihr habt noch genug Stoff zu Hause, alles safe oder irgendwo. Überlegt Jojo gerade und denkt, scheiße, nein, doch keine Kekse mehr, fuck it. Ernsthaft? Nee. Mann, ich habe mir so viel Mühe gegeben, die zu backen. Wow. Du hast die gebacken. Ja. Ja, er hat sie gebacken und er macht das gut. Das ist so eine Schürze. Er hat eine mit Blümchen drauf. Ja, und? Gar nichts, Alter. Ich mag den Blick. ne, komm mal her. Er geht so ein paar Schritte, also legt seinen Arm um deine Schulter, aber schon so ein bisschen mehr mit Druck, geht so ein paar Schritte mit dir in der Ecke und meint dann so, mein Vater hat mich auch mal erzwungen zu backen. Aber auf jeden Fall richtig, nee. Weißt du, kam einfach auch nichts raus. Es ist schon scheiße, ich verstehe das. Wenn man dich zwingt und ich weiß, wie der Gnom drauf ist, da sagst du einfach nichts mehr irgendwann. Glaub mir, Kleiner, die Bitches stehen darauf, ob er sie kocht.
Da musst du auf jeden Fall andere Bitches kennen als hier. Meine stehen dann so auf dem Fest. Hast du ihn gerade kleiner genannt? Und ja, das hat er, da war er, weißt du, er ist gerade mal in einem guten Mut. Oh. Weißt du, die Bitches, ich erzähl's dir mal, ne? Die, manche stehen drauf, wenn du kochen kannst. Und das sind solche, weißt du, die wollen so einen verständnisvollen Typen und so eine Kacke, weißt du, einen, der sich öffnet und so ein Gedöns. Dabei willst du ja, dass die sich öffnen, so untenrum, ne? So, wenn du die richtigen Fotzen haben willst. Nach einem guten Essen gibst du einen direkten Blowjob, das funktioniert super. Aber da musst du ja was für machen, nein, du musst ja die Bitches suchen, die sich noch bedanken, wenn sie von dir auf die Fresse kriegen, wenn sie was falsch machen. So musst du, das sind die richtigen. Gott, Mann, so ein Gesicht mit blauen Flecken will doch keiner mehr vögeln. Nee. Deswegen, wenn du die erstmal verwemst hast, gehst du halt erstmal zu einer Nutte oder zu irgendeiner anderen Fickschlampe. Und wenn sie dann was sagt, dann kriegst du halt noch eine, bis es lernt. Denk einfach mal drüber nach. Echt, das ist was. Das ist the way of life. Verstehst du? Ja, ich glaube, da sind wir das bisschen anders. Aber okay, wenn du das wenn meinst. Wenn du in mein Alter kommst, dann. Okay, kleiner. Hä? Er gibt dir nochmal so eine reibe Kopfnuss da. So. Ich musste also, ihn nochmal. Der ist jünger als ich, oder? Ja. Wie alt bist du? 25. Du hattest 22 ja, jetzt. Dann ist er jünger. Dein Alter habe ich schon lange hinter mir. Achso, scheiße. Ich dachte bloß, die sieht scheiße aus und nicht alt. Wagen steht draußen, macht euch jetzt mal fort hier. Der Typ will auch mal wieder seine Tanke führen. Seine Autobahnraststätte. Ja, Weg ist klar, ne, wo wir hingehen. Ja, ich gehe zurück zu den Mädels und schüttel noch den Kopf. Der junge Mann hat keine Ahnung von Frauen. Vorsicht! Gut, dass du sie hast. Vorsicht, Bro. Langsam, so. Also, Wagen steht draußen, ich mache jetzt vom Acker. Danke, dass ihr das durchgezogen habt. War ja gar nicht so einfach, wie es am Anfang. Na gut, die habe ich erwartet. Macht's gut. Tschüss. Ich hätte es fast gesagt. Piep, piep. Ciao. Wessen? Der Stiefel raus. Gingen wir jetzt irgendwie wohin? Safe House. Gesagt, das Auto steht draußen. Ja. Und da steht so der Koreaner davor. Der bringt euch dann wortlos zu einem Safe House. Geht dann nochmal kurz einkaufen. Bringt euch den Scheiß mit, den ihr wollt. Wobei er Sonderwünsche so mittelmäßig... Also er behandelt Sonderwünsche halt so. Er strengt sich schon so ein bisschen an, wenn du sagst, ich hätte gerne Marshmallows mit Himbeergeschmack. Dann geht er gucken, wenn er Marshmallows sieht und das dritte, was er sieht, ist dann Himbeergeschmack. Dann bringt das mit. Aber wenn es das vierte ist, das ist zu anstrengend, dann wird irgendwas genommen. So ungefähr. Was, Jojo, ist das alles gerade egal? Hauptsache, sie hat Essen. Es geht nicht nur um dich, aber ich habe es am Beispiel des Marshmallows gemacht. Ach so, okay, nee, dann ist gut. Dann Schnaps, den Schnaps genau den ihr wollt. Das ist ja was anderes. Und halt noch so anderes Stuff, den ihr halt braucht nochmal, weil ich Wechselklamotten und so ein Kack. Ja, ich order bei ihm auch wahrscheinlich werde ich da vielleicht auf Unverständnis treffen, wenn ich ihm das so sage, aber ich order mir halt die Zutaten für eine richtig deftige Schweinebrühe und Hühnerbrühe, also Schweinehühnerbrühe. Da wird er nicht rankommen, er fährt euch in die Nähe von Chofrino nach Donskoy. Und echte Nahrung wird er dort einfach... Nein. Shit. Aber es gibt die mit Säugeschmack. Die ist bestimmt auch deftig. Bestimmt. Ist halt nur kein Schweinefett, ja, sondern Pflanzenfett. Ist würzig wie ein Sterni, sag ich dir. Genau. Sternchensuppe. Sternchensuppe ist das Beste. Dann halt das. Ja, ich denke mal, wir werden da erstmal ein bisschen Zeit verbringen. Du wirst schlafen und ich glaube, der Rest, der wird auch erstmal einigermaßen abbrechen. Jep. Ich würde mich in eine warme Decke kuscheln und schlafen. Sehr gut. Was die anderen tun, weiß ich nicht, weil ich schlafe. Schlafen. Ja, ey. Nee, pass auf. Waschen. Ihr erholt euch dann jetzt noch die nächsten Tage und dann werdet ihr von Vlad, der kümmert sich nochmal um die Autos, das machen wir irgendwann später. Mit Boris, das machen wir auch irgendwann später und dann habt ihr erstmal noch ein paar Tage Zeit, was anderes zu machen, nachdem wir dort ein paar Tage gechillt haben, weißt du? Wunden lecken, Alter. Wunden lecken und dann aber auch noch, weißt du, auch mal wieder kurz, ganz kleine bisschen Normalität, mal kurz so in den
hier White Domina machen oder so in der Richtung, mal wieder echtes Essen kochen können, nachdem du wieder gesund bist, Kaban. Ja. So was halt, ne? Dass wir dann noch kurz ein bisschen, weil ich sehe auch schon wieder, Jojo schreibt dann wieder einen Text und da braucht die Zeit, deswegen habe ich das mal kurz gemacht. Und das mit Vlad hat Zeit und das mit Boris hat auch Zeit, mit dem hat hier eh was vor. Ja, du hast gesagt, dass da irgendwie noch ein Auftrag aussteht. Ja gut, nee, aber dann muss er jetzt nicht eine Woche später kommen. Du wolltest ihn umbringen, schön. Oh, das macht er gerne mit NSC, ich erinnere mich da an Ketchup. Mhm. Dann kriegt Wally einen neuen Ehemann, geil. Stimmt eigentlich. An wem liegt der mehr, an Wally oder an Boris? Das werde ich jetzt nicht laut sagen. Das war mir so klar. Das ist Tivali. Ha, meinst du? Ja, deine Reaktion sagt mir das ja. Ich habe doch gerade meinen anderen Akku an meine E-Zigarette geschraubt, da hat es ein bisschen gedauert. Nee, ist schon okay. Jutti, wir machen jetzt Schluss, Kinder. Ich fand das ja schön gelöst. Also ich kann ja noch mal kurz sagen, ich habe das auch meinen Spielern schon gesagt, was ich da eigentlich geplant hatte. Der Plan war, mit dem Auto jetzt, ne, dass sie die halt erstmal so auf die Landstraße fahren lassen, damit nicht so viele Zivilisten da rumfahren. Und dann fährt halt einfach dieser Van neben das Fahrzeug der Runner. Dann geht die Seitentür auf, dann hat man da einfach zwei Leute mit ballistischen Schilden stehen. Das heißt, die kannst du schlecht attackieren. Und der dritte hebt dann halt dieses monströse, geile Panzerzerstörungsgerät über die Schilde und rungst das Auto weg. Das wäre sicherlich doof gewesen. Hab ich auch den ganzen Abend ja gut gewürfelt, hätte ich vermutlich das Auto mit zwei Schüssen kaputt gemacht. Machst du nix. Aber da die Runner ja tatsächlich von Anfang an irgendwie versucht haben, mit dem Verfolgern was zu machen und immer schön reinzustechen und die da irgendwie abzubringen, hat das echt gut geklappt als Teamarbeit auch, ne? Hier Geister und dann Matrix und so, das war schon witzig, kann man sagen. Das kann man ja auch mal zugeben, mir war schon klar, dass das dann irgendwie darin endet, dass sie in dieses Moor müssen, aber ich wollte halt auch mal Kabans Survival-Künste zum Ausdruck bringen, das war mir ganz wichtig. Und jetzt haben sie den Run durch. Jetzt ist quasi noch nicht Episodenende, weil ich das nicht wollte, weil ich dann noch was dann machen wollte mit Boris und so weiter. Wobei ich natürlich nicht vorher wusste, wie das Auto endet. Auf jeden Fall ist der Run jetzt erstmal geschafft. Da kann man ja auch mal kurz applaudieren. Werde ich jetzt nicht machen, das klingt nämlich sonst wie der verhasste Applaus und dann kriege ich wieder aufs Maul. Was ist ansonsten zu sagen? Ja, ach ja, zum Beispiel, dass wir unter der Creative Commons License laufen. Für alle rechtlichen Fragen steht da immer was auf WordPress und auf YouTube und unter jedem Video. Unsere Mucke ist von Mad mit Russian Tango und ja, Shadowrun Tops, weißt du Bescheid. Bis zum nächsten Mal.